Ja, Freilernerstudio. Es geht um Kinder. Und zuallererst möchte ich mal unseren heutigen Studiogast begrüßen, die Dagmar. Hallo Dagmar. Hallo, Joya. Und auch der Andi aus Berlin ist da, Co-Moderator hier im Freilernerstudio. Hallo Andi. Hallo, Joya. Hallo, Dagmar. Ja, wunderbar, alle da, alle sprechbereit. Und heute werden wir ja viele, viele Themen zu besprechen haben. Dagmar Neubronner habe ich ursprünglich kennengelernt über die Freilernerszene, sie in Deutschland, ich in Österreich. Haben aber auch viele andere gemeinsame Themen. Natürlich die Bücher, die man so liest als Freilernermutter, habe ich über Dagmar bekommen. Und auch der Neufeldansatz, mit dem sie sich jetzt beschäftigt, ist also ein wichtiges Thema, das mich auch sehr anspricht. Das sind so die Themen der heutigen Sendung. Ja, Dagmar ist heute, glaube ich, etwas kurzfristig, doch gerade rechtzeitig zurückgekommen. Vielleicht fangen wir gleich einmal an mit der aktuellen Freilernersituation. Wie geht's euch denn? Danke, Joya. Uns geht's gut. Ja, ich bin wirklich um 6:30 an den Schreibtisch geeilt. Bin heute aus der Nähe von Freiburg zurückgekommen. Mein jüngerer Sohn macht gerade seine externe Hauptschulprüfung. Der ist jetzt 15 und hat jetzt halt ein paar Monate sich vorbereitet auf die Hauptschulprüfung und hatte heute eben gestern seine Präsentationsprüfung und hat die natürlich, wie nicht anders zu erwarten, auch sehr gut hingekriegt. Die Note war dann 1,2. Er hat sich ein bisschen geärgert, weil sein Bruder vor 2 Jahren die Note 1,1 hatte, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Absolut, ja. Und insgesamt ist es so, dass mein älterer Sohn, also ich bin ja wirklich inzwischen unversehens zu einer Veteranin herangereift. Ich weiß noch genau, 2005 haben meine Kinder aufgehört, zur Schule zu gehen, beziehungsweise der eine ist ja überhaupt gar nie erst richtig angefangen. Und da lag diese unendliche Zeit, bis der erste Junge dann 18 werden würde, so ewig vor mir. Und ich dachte, oh Gott, wie soll ich das bloß hinkriegen? Und jetzt ist Moritz eben schon 17 und der hat vor 2 Jahren seinen Realschulabschluss auf ähnliche Weise extern einfach nur zu den Prüfungen angereist gemacht mit 1,3 irgendwas Schnitt und hat dann letztes Jahr ist er 4,5 Monate zur Schule gegangen, ganz normal. Das war für ihn auch ein spannendes Experiment, ob er sich da behaupten kann und hat dann eben seinen Realschulabschluss gemacht und jetzt ist erstmal Ruhe. Wenn er will, macht er irgendwann noch Abitur. Das wird er wahrscheinlich dann wieder extern machen. Aber insofern hat es sich inzwischen, für mich bin ich sozusagen schon auf der Ernteseite. Ich weiß genau, wie viel Angst ich am Anfang hatte. Oh Gott, es fühlt sich alles richtig an und wie in der Freilernerhymne so nett formuliert. So ist es ja und genauso habe ich es auch erlebt. Aber wenn einem alle Leute erzählt, man ist verrückt, dann fragt man sich natürlich auch immer wieder. Und jetzt sehe ich, oh nein, meinen Jungs geht's super und sie haben ganz, 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 ganz viel gelernt. Nicht schulisch, aber eben alles Mögliche. Ja, ich kenne das sehr, sehr gut. Unser Schulausstieg war 2006 und meine Tochter ist inzwischen auch schon aus der Schulpflicht draußen. Wobei ich sagen muss, also bei uns sind Abschlüsse überhaupt kein Thema. Also wir sind nach wie vor ganz ohne Zeugnisse und Prüfungen unterwegs und ist auch ganz, ganz wundervoll zu sehen, was sich da alles so entwickelt. Ja, das wäre auch mein Weg gewesen, aber es gibt ja auch immer ein Umfeld, es gibt eine Familie und da sind doch große, große Ängste. Also das ist vielleicht in Deutschland auch noch ausgeprägter, ich weiß es nicht. Da kenne ich mich nicht gut genug aus mit Österreich, aber in Deutschland ist es einfach so, dass die meisten Eltern das Gefühl haben, sie müssen alles tun, um ihren Kindern gute Schulabschlüsse zu ermöglichen, denn sonst landen die mit der Flasche Rotwein unter der Brücke. Und selbst wenn man die Statistiken sich dann mal anguckt, ich habe das natürlich auch geglaubt, zumindest mal so jünger, als ich jünger war, stimmt es gar nicht. Es gibt heute überhaupt keine Korrelation mehr zwischen Schulabschluss und zum Beispiel, wenn man das als Maßstab nehmen würde, was natürlich fragwürdig ist, dem späteren Verdienst. Das hat sich alles schon so aufgelöst, weil, wie André Stern ja immer sagt, diese Kaskade von Begeisterung und aus dieser Begeisterung heraus erwirbt man sich Kompetenz und damit kommt dann auch Erfolg.
Das erlebe ich bei meinen Jungs auch, eben auf völlig unschulischen Gebieten, aber die gehen ihren Weg und würden das auch ohne Schulabschluss machen. Nun ist es bei uns ja so, dadurch, dass es in Deutschland so strikt Demang verboten ist und da so ein Riesengewese drum gemacht wird und wir ja in die Rolle reingerutscht sind der Fernseh- und Medienfamilie, einfach weil wir schon mal aufgeflogen waren und die Medien dann fanden, na ja, die sind doch halbwegs präsentabel. Sind wir einfach sehr sichtbar und meine Söhne hatten dann irgendwann auch den Ehrgeiz, also jetzt es auch zu machen, so einen normalen Abschluss und es natürlich auch besonders gut zu machen. Und immer wenn ich dann gesagt habe, oh, jetzt komm, lass doch gut sein und ist doch eh völlig wurscht, nein, nein, ich will das zeigen, dass das geht, ich muss unbedingt das so gut wie möglich machen. Also das ist auch so ein bisschen Geist meiner Söhne, die dann einfach wirklich zeigen wollen, jetzt auch, hallo, wir sind gar nicht blöd, obwohl wir nicht zur Schule gehen. Ich schließe das gar nicht aus, dass das bei uns auch noch kommt, aber zurzeit ist es noch nicht und also ich bin mittlerweile ganz gelassen und sehr im Vertrauen, dass es darauf nicht unbedingt ankommt, ja. Aber jetzt wollen wir mal vielleicht den Andi fragen, wie das für ihn ist. Andi, wie schaut's bei dir aus? Die gegenwärtige Situation, die ist ganz spannend. Wir sind hier im Nordosten Deutschlands und ich bin überwältigt, wie viele Leute Kontakt suchen und sich bewusst werden, dass, ja, wie soll ich sagen, es Alternativen gibt zum normalen Schulweg und man sich damit einigen Stress bewahren kann und doch schwingt dann gleichzeitig die Angst mit, welchen Stress hole ich mir damit ins Haus. Also es ist ausgesprochen spannend und sehr wertvoll, ist sich auf persönlicher Ebene zu begegnen und auszutauschen und all die Erfahrung, die jeder Einzelne mitbringt, damit reinzugeben. Also es ist eine ausgesprochen spannende Zeit. Ich bin, um vielleicht so viel zum Hintergrund zu sagen, ich bin geprägt über die letzten Jahre, dass ich Politik studiert habe und Erziehungswissenschaft studiert habe und bin geprägt von Henry David Thoreau, der vor 200 Jahren geschrieben hat über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat und der damit sehr offensiv umgegangen ist. Und meine Prägung hat sich insofern entwickelt, dass ich damit nicht defensiv umgehe, sondern auf sehr persönlicher Ebene und Konflikten möglichst ausweiche. Insofern bin ich sehr optimistisch, dass wir für viele Menschen Wege finden können, dass vor allem viele Menschen ihre eigenen Wege finden können. Auch wenn dabei ganz viele sind, die, wenn der Nachwuchs zu alt wird, also eingeschult werden soll, dann das Land verlassen. Das ist also auch ein Phänomen. Aber nicht alle trifft das. Und es ist wirklich schön zu wissen, als inzwischen Insider, Dagmar, wir haben uns 2012, wir sind uns begegnet bei der Global Home Education Conference. Das war so mein Einstieg in die Szene. Es ist wirklich schön, viele Menschen zu treffen und auch regelmäßig zu treffen und von ihnen zu hören, die in Deutschland oder auch ohne fest in einem Land zu sein, aber sich immer wieder in Deutschland aufhalten, eben unschoolen. Ja, danke, Andy. Andy, ich erinnere mich gut an unsere Begegnung 2012 auf dieser Konferenz, wo ja wirklich Leute aus der ganzen Welt nach Deutschland und gezielt nach Berlin gekommen sind, um einen Punkt zu setzen nach dem Motto, hey, wo kommen wir denn dahin, wenn das Volk der Dichter und Denker seinen Kindern nicht erlaubt, frei zu lernen? Ich erlebe das ganz ähnlich wie du, Andy. Bei mir melden sich auch sehr, sehr viele Menschen über Telefon, über E-Mail, über Facebook, und sprechen mich an. Ich bin in der und der Situation und meine Kinder sind so und so alt und was kann ich tun? Und das ist für mich auch immer eine Herausforderung, denn einerseits möchte ich natürlich, dass so viele Menschen wie möglich in Deutschland einfach sagen, so, jetzt lassen wir uns das nicht mehr gefallen, diesen Schulzwang. Und es gibt ja unendlich viele Kinder, die in der Schule wirklich ernsthaft leiden und wo die ganze Familie betroffen ist von dem Schulbesuch der Kinder oder des Kindes. Andererseits muss ich natürlich auch immer im Hinterkopf haben, die Fälle, wo dann eben auf einmal das Sorgerecht oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht weg war. Und da recht zu raten und innerlich zu erkennen, das ist eine Familie, die hat unter Umständen das Potenzial und das Stehvermögen, um das hier in Deutschland durchzustehen.
Oder, oh Mensch, die sollten wirklich lieber ins Ausland gehen, weil es ist einfach, das weiß ich aus eigener Erfahrung, eine hohe nervliche Belastung. Im Grunde handelt es sich ja um gewaltfreien Widerstand, wenn man sich weigert, die Kinder zur Schule zu schicken. Aber das Risiko, was man eben eingeht, ist sehr hoch, weil man ja unendlich verletzlich ist darüber, dass einem die Kinder weggenommen werden können. Ja, spannendes Thema. Wir haben ja in Österreich auch viel mit deutschen Auswandererfamilien zu tun. Aber ich denke, die Zeit ist absolut reif auch für diese neue Bildungsform. Wir sagen natürlich nicht jedermanns Weg, aber es muss als Wahlmöglichkeit auch da sein. Und wir haben auch so unsere Themen in Österreich. Soll aber heute überhaupt nicht im Vordergrund stehen. Ich bin so froh, dass wir die Dagmar da haben und also kann mich noch gut erinnern, mein Einstieg war also auch das erste Buch, das ich gelesen habe zum Thema war von der Dagmar Neubronner, die Freilerner, über den Genius Verlag bezogen. Den wollen wir vielleicht heute auch noch einmal extra erwähnen, weil da sehr viel Literatur zu diesem Thema ist. Dagmar, vielleicht magst du ein bisschen drüber erzählen. Ja, ich erinnere mich gut an unseren ersten Kontakt, Joya, weil du nämlich so etwas betroffen warst, weil ich dieses Buch Die Freilerner genannt hatte. Das war so eine Koinzidenz, denn du hattest gerade das Freilerner.at eingerichtet und eigentlich auch ein Buch im Hinterkopf und jetzt hatte ich auf einmal da schon Die Freilerner genannt. Und ich fand Freilerner einfach so schön, viel schöner als Unschooler oder Homeschooler oder so, weil das immer noch den Bezug zur Schule hat. Und für mich ist es natürlich so, wie wahrscheinlich für uns alle, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen hatte, diesen Weg zu gehen und meinen Kindern das zu ermöglichen, ist natürlich eine Entwicklung in Gang gesetzt worden, zuallererst auch mit mir selber, denn ich hatte meine Ängste. Ich selber war sehr gut in der Schule. Ich bin nicht unbedingt immer gern zur Schule gegangen, aber gute Zensuren, das hat mir schon meine bindungshungrige Seele genährt und hat mir gut getan und hat mich bestätigt in meinem intellektuellen Selbstbewusstsein. Und jetzt rückblickend sehe ich natürlich, wie sehr ich mich da eigentlich verbogen habe. Aber für mich hat sich dann eben auch ergeben, dieser Kontakt mit den anderen Freilernern und da gab es dann irgendjemanden, ich weiß leider gar nicht mehr, wer es war, der hat mir eine E-Mail geschrieben und mich auf Professor Gordon Neufeld aufmerksam gemacht in Kanada, diesen Bindungsforscher, und da gäbe es doch ein Buch und das müsste ich doch unbedingt mal lesen. Und das habe ich mir dann besorgt. Das Buch heißt Unsere Kinder brauchen uns. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und habe beschlossen, das muss sofort auf Deutsch veröffentlicht werden. Und da habe ich dann zum ersten Mal, ich bin ja ursprünglich Biologin von meinem Werdegang her, und das hat mich total befriedigt, bei Gordon Neufeld ganz klare, naturwissenschaftlich nachvollziehbare und mit ganz vielen Studien belegbare Erklärungen dafür zu finden, warum eigentlich das Freilernen so viel besser funktioniert und so wunderbar funktioniert. Und warum so viele Kinder unter der Schule so leiden, das war für mich ein ganz großer Bewusstseinsprozess auch, mich dem zu stellen, dass da es nicht nur so ist, dass meine Kinder halt irgendwie besonders sensibel sind und na ja, und die sind halt zarte Pflänzchen und dann nehmen wir sie mal lieber raus, weil sie so leiden. Das ist ja so dieses minderwertige Gefühl, in das man reingedrängt wird von den Behörden. So, ja, wenn ihre Kinder ein Problem haben, dann muss man vielleicht mal psychiatrisch gucken. Sondern ich habe dann halt nach und nach verstanden, nein, das System ist eigentlich nicht in Ordnung und meine Kinder sind super, sind wunderbar, so wie sie sind. Und das ist auch das, was ich versuche, den Eltern, die bei mir ja auch zahlreich sich melden, als erstes mal zu vermitteln. Denn wenn das Kind in der Schule nicht klarkommt, dann gehen wir ja alle erstmal. Innerlich geht man so in die Knie und denkt, oh Gott, ja, das ist jetzt sozusagen der Worst Case, der GAU, der größte anzunehmende Unfall für die Karriere und die Schullaufbahn und das Wohlergehen und das Glück meines Kindes. Es kommt in der Schule nicht klar. Mit den Lehrern, mit der Leistung, mit den Mitschülern, egal. Das ist für die Eltern ein ganz großer Schock und ganz viele fangen sehr schnell an, ihr eigenes Kind in Frage zu stellen. Bevor sie dann mal irgendwann auf den Trichter kommen, das System oder die Schule oder so in Frage zu stellen. Oder sie nehmen es nur als individuelles Problem nach dem Motto, mein Kind hat halt eine Lehrerin und diese Lehrerin, die ist einfach speziell sehr schwierig oder so, oder an die Schule funktioniert nicht. Und sie sehen nicht, dass
sozusagen dieses Muster, was man da erkennen kann, wenn man sich eben gründlicher damit befasst. Ja, absolut. Also das ist, war für mich dieses Buch auch also ein ganz, ganz großer Augenöffner. Vielleicht wollen wir mal kurz ein bisschen drüber sprechen. Also ich habe diesen Begriff gleichaltrigen Orientierung in diesem Zusammenhang wirklich zum allerersten Mal gehört und dann wirklich auch als Problem erkennen können. Magst du mal kurz zusammenfassen, was da so die Botschaft ist? Gerne. Ich würde es gerne aus meiner biologischen Sicht zusammenfassen, weil es das für mich einfach so faszinierend und so stimmig ist, dass für uns und unsere Kinder, weil wir ja sozusagen Säugetiere sind von unserer Biologie her und unsere Kinder extrem hilflos auf die Welt kommen und andererseits wir ja darauf angewiesen sind als Menschen, über die biologische Evolution hinaus auch noch eine kulturelle Evolution zu haben. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, unseren Kindern ganz viel weiterzugeben, damit die buchstäblich nicht immer das Rad neu erfinden müssen. Und damit das passieren kann, ist sozusagen dieses Wechselspiel zwischen denen, die schon länger da sind und die für das Kind sorgen, und dem Kind. Das ist ganz, ganz tief in unserem Gehirn und in unserem gesamten emotionalen System verankert, damit das auch funktioniert. Das ist praktisch schon instinktiv geregelt. Das heißt, wenn wir ein Baby sehen oder ein kleines Kind, und nicht wirklich ernsthaft psychisch krank sind, dann geht sofort unser Herz zu diesem Kind aus und wir wollen ihm Gutes tun, wir wollen es beschützen, wir finden es niedlich und nett und betrachten seine Versuche, die Welt zu erfassen mit Rührung und mit Belustigung und Erheiterung und sind ganz bewegt davon. Das ist sozusagen unser Teil. Das ist ein ganz tiefer Instinkt, dieser sogenannte Alpha-Instinkt des Beschützen Wollens und Helfen Wollens und guck mal, ich zeig dir das mal und da kannst du das, deine Jacke aufhängen und das macht man so. So dieser Instinkt. Und das Kind hat dann genau den dazu passenden Gegeninstinkt. Es kommt nämlich auf die Welt und guckt, wo sind denn hier die Leute und wo ist überhaupt erstmal eine Person, die mir zeigt, wie das hier geht. Im Normalfall, wenn alles gut geht, ist das ja erstmal die Mutter und das erweitert sich dann. Und das bedeutet, Kinder sind darauf geeicht, von jemandem, der schon länger da ist und der mehr kann, zu lernen und damit sie nicht. Ich nenne das immer den Böse-Onkel-Schutz, damit sie nicht einfach von irgendwem lernen, läuft das über die Bindung. Das heißt, Kinder lernen von den Menschen, an die sie gebunden sind. Und normalerweise ist es so, sie binden sich zuerst eben an die Mutter oder eben die Person, die die Mutter ersetzt. Und irgendwann, so mit 5, 6 Monaten, fängt das Fremdeln an. Und das bedeutet dann tritt der Böse-Onkel-Schutz in Kraft. Das heißt, das Gehirn des Kindes sagt, alle neuen Leute, die ich kennenlerne und nach denen ich mich richte und von denen ich was lernen möchte, die wähle ich danach aus, ob die schon mit meiner Mutter eine Beziehung haben, mit meiner Hauptbezugsperson. Und das ist sozusagen wie so ein Filter, ja? Und dann, das ist wirklich der böse Onkelschutz, damit das Kind nicht einfach mit irgendwem mitgeht. So. Und die gleichaltrigen Orientierung ist jetzt etwas, was ganz neu ist, das ist im Grunde auch zusammen mit der Schule im Laufe der Industrialisierung überhaupt erst entstanden, dass man nämlich aus praktischen, ökonomischen, finanziellen Erwägungen heraus, weil nämlich die Eltern oder die Erwachsenen insgesamt eben in die Fabriken sollten und so weiter und die Kinder da nicht mitnehmen konnten, hat man angefangen, die Kinder zu großen Gruppen zusammenzufassen und sie gemeinsam sozusagen aufzuheben. Das ist in der ganzen Evolution eine völlig neue Situation und darauf sind unsere Kinder eigentlich nicht geeicht, aus vielerlei Gründen. Und ich verfolge jetzt nur mal, das hat ganz, ganz viele Auswirkungen, aber ich verfolge jetzt nur mal die Lernauswirkung, die es hat, da Kinder eben gewohnt sind, von denen lernen zu wollen, an die sie am meisten gebunden sind, was normalerweise die Eltern, die Geschwister, die Onkel, Tante und so weiter, das Umfeld ist, wenn die jetzt den ganzen lieben langen Tag immer mit anderen Gleichaltrigen zusammen sind, mit anderen Einjährigen in der Krippe und mit anderen Dreijährigen, anderen Siebenjährigen, dann schaltet das Bindungsgehirn irgendwann um und sagt sich, na gut, die anderen sind ja nie da, offensichtlich sind das jetzt hier die Leute, von denen ich lernen soll.
Und das bedeutet, dass Einjährige versuchen, voneinander zu lernen. Ja gut, da kann nur jetzt keiner sprechen. Was wollen die groß voneinander lernen? Die müssten ja eigentlich von den Älteren lernen. Und die 10-Jährigen und die 12-Jährigen, die 15-Jährigen und so weiter, die gesamte Gesellschaft ist inzwischen schon so parallel geschichtet. Das heißt, alle Leute aus dem gleichen Jahrgang fühlen sich besonders intensiv verbunden und bilden im Grunde eine eigene Gruppe. Und von Älteren etwas zu lernen, die schon länger da sind, fühlt sich dann ganz falsch an. Denn das Gehirn sagt sich, ich lerne von den Leuten, an die ich am meisten gebunden bin. Und wenn das durch die Schule und durch die Kindergartenkrippen, Aufzucht, die wir unseren Kindern angedeihen lassen, die anderen Gleichaltrigen sind, dann ist praktisch dieser Kanal der Weitergabe von Kultur, von Wissen, von Erfahrung, von Sprache, von allem Möglichen, auf dem die Kinder eigentlich erstmal aufbauen sollen, damit sie dann später ihre eigenen Wege natürlich gehen. Jede Generation muss ja ihre eigenen Wege dann wieder gehen. Der ist dann verstopft, weil sich das für die Kinder falsch anfühlt. Und das ist dann auch das Problem der Lehrer heute, die immer so gebasht werden, weil sie so Schwierigkeiten haben. Sie haben deswegen die Schwierigkeiten, weil die Kinder, es fühlt sich für mittlerweile die meisten Kinder falsch an, vom Lehrer zu lernen. Denn wer ist das, der Lehrer? Das ist ja ein Erwachsener. Sie fühlen sich aber am meisten verbunden mit den anderen Kindern. Und die Spitze vom Ganzen ist dann, dass uns das jetzt als das Richtige und Normale hingestellt wird. Das heißt, wischt hinweg die letzten 300.000 Jahre menschlicher Entwicklung und sämtliche Instinkte, die in den letzten Jahrmillionen praktisch in unseren Kindern verankert sind. Es ist alles egal. Wir haben jetzt aus ökonomischen Gründen Ursache dafür zu sorgen, dass die Kinder alle miteinander aufwachsen, anstatt in Verbünden von Leuten unterschiedlichen Alters. Also ist das jetzt das Richtige. Und die Eltern, die bei mir, die sozusagen den Weg zu mir finden, jetzt auch gerade zu der Ausbildung des Neufeld-Institutes, die sind immer oft, viele von denen sind total davon überzeugt, bis sie dann das Buch gelesen haben, unsere Kinder brauchen uns, nämlich uns Erwachsene, dass das das Beste für die Kinder ist. Und man kennt ja den Effekt, dass sogar Eltern, die selber zu Hause sind, mit dem Baby oder überhaupt, weil sie arbeitslos sind, ihr Dreijähriges in den Kindergarten zwingen, obwohl es jeden Tag weint und nicht hin will, weil sie glauben, das braucht doch die anderen Kinder. Und das ist eben aus entwicklungspsychologischer Sicht völliger Mumpitz, das stimmt gar nicht. Das braucht natürlich gerne mal ein paar andere Kinder zum Spielen, aber das ist vollkommen zweitrangig gegenüber dem, was es eigentlich braucht, um sich wirklich entspannt entfalten zu können. Ja, danke. Das war jetzt eine sehr umfassende Zusammenfassung von allem, was mir da wichtig war. Auch super. Es ist die ganzen Auswirkungen, die diese Praxis eben für unsere Kinder bringt. Ich glaube, man braucht nur ein bisschen genauer hinschauen und sieht, was dann passiert mit den Kindern, mit den Jugendlichen, wie viele Schwierigkeiten sich durch diese mangelnde Bindung an die ältere und auch die jüngere Generation ergeben, ne? Ja, das war mir vorher auch überhaupt nicht so klar, dass praktisch unsere Gesellschaft wirklich total, ja, horizontal jetzt geschichtet ist. Man sieht manchmal die Plakate plus 20 Party, plus 30 Party oder 40 plus Party, 50 plus Party. Das heißt, man hat gar nicht mehr das Gefühl, ein Gesamtzusammenhang zu sein. Und noch vor 100 Jahren und in all den Jahrhunderttausenden zuvor war es so, zum Beispiel, um nur jetzt ein ganz offensichtliches Beispiel zu nennen, dass alle Generationen zur selben Musik gefeiert haben und dieselben Tänze getanzt haben. Und natürlich haben die Jüngeren dann im Laufe des Abends dann auch schon vor 100 Jahren sicherlich und vor 200 Jahren haben sie dann länger getanzt und haben schneller getanzt und solche Sachen. Aber grundsätzlich war es möglich, dass alle Generationen miteinander feiern. Und das ist heute im Grunde überhaupt nicht mehr möglich, weil die Jungen die Musik der Alten nicht mehr ertragen und die Alten die Musik der Jungen nicht ertragen. Und das Lustige ist, dass wir das eben schon gar nicht mehr merken, weil wir schon so daran gewöhnt sind und dass wir denken, ja, mein Gott, was sollen wir denn auch mit den Alten? Das ist doch alles im Grunde Friedhofsgemüse. Und
dass wir im Grunde diesen Schutz, den das Kindern auch bietet, nicht erkennen. Denn ein weiterer Punkt ist ja, ich habe am Anfang ja erzählt oder uns daran erinnert, wenn wir eben ein Kind sehen, dann geht so unser Schützerinstinkt zu diesem Kind aus und wir sind geneigt, es zu beschützen und ihm Gutes zu tun und ihm zu helfen. Und außerdem ist es auch klar, ganz klar, wir sind die Großen, wir haben sozusagen die Verantwortung und wir können nicht das Kind verantwortlich machen, jetzt wenn irgendwas schief läuft oder so. Wir sind der Klügere gibt nach, ist dann auch manchmal das Richtige. Und unter den Kindern, unter den Gleichaltrigen entsteht ein unglaublicher Stress dadurch, dass die sich so ähnlich sind. Wenn ein Kind in eine Familie oder in einen Zusammenhang von Menschen hineingeboren wird und hineinwächst, die alle unterschiedlich alt sind, dann ergibt sich sozusagen die ich schütze dich, du lässt dich von mir schützen, Hierarchie, die ergibt sich gleichsam automatisch. Wenn da aber lauter Sechsjährige oder lauter Zehnjährige zum Beispiel in einem Klassenraum sind, dann sind die Unterschiede minimal. Und das bedeutet, die Hierarchie muss jeden Tag mühsam mit Kloppereien und allen möglichen Streitereien wieder ausgefochten werden, weil nichts selbstverständlich ist. Und das strengt die Kinder unglaublich an. Und bei der Schule kommt dann noch hinzu, da sehe ich als Biologin wieder so ein Aquarium, wo das auch manchmal passiert. In der freien Wildbahn ist es so, wenn zwei Wesen miteinander kämpfen und der eine ist schwächer und ist unterlegen, dann zieht der sich zurück. Aber in der Schule ist es halt wie so ein Aquarium, der Schwächere, der in der Pause vielleicht gemobbt wird und gehänselt wird und so, er kann sich nicht zurückziehen. Und das heißt, er bleibt ein Dorn im Auge des Stärkeren und reizt ihn immer weiter. Und das ist dann wirklich wie im Aquarium, wo dann die schwächeren Fische, die nicht fliehen können, zu Tode gehetzt werden letztlich. Und das ist der Grund, weshalb Gordon Neufeld sagt, dieser kanadische Bindungsforscher und Entwicklungspsychologe, unsere Schulen sind im Grunde Mobbingfabriken. Da wird Mobbing gezüchtet. Dagmar, mir brennt eine Frage auf den Fingernägeln. Und die hat mit einer ganz allgemeinen Perspektive zu tun. Die Monate, die ich mich beschäftige mit der Thematik, stelle ich fest, auch aus eigener Betroffenheit heraus, dass es gar nicht unbedingt mit Schule allein zu tun hat, worüber wir sprechen, sondern dass es vor allem eben etwas mit Betreuung zu tun hat und mit Begleitung zu tun hat. Und um den Begriff zu verwenden, auch mit Fremdbetreuung zu tun hat. Wir haben schon gesprochen über, oder du hast schon gesprochen über Kindergärten oder sogar Krippen. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, unseren großen Sohn mit knapp 2 in den Miniclub zu geben. Und das sind, ich will es extra betonen, nur 3 Stunden an 3 Tagen pro Woche. Und doch über die Erfahrung und den Austausch mit anderen Eltern, die extremer betroffen waren und deutlicher gemerkt haben, dass da Probleme sind, die vor Ort nicht interessant sind, die aber eben doch einen Unterschied machen, wenn sie mal 6 Wochen nicht dort sind. Wie dem auch sei, dass es Phänomen eine Sache ist, die nicht direkt mit Schule zu tun hat, sondern eben zu tun hat mit Fremdbetreuung. Und die Frage, die mir in dem Zusammenhang auf den Nägeln brennt, ist die, dass ich mich dafür interessiere. Du hast im Genius Verlag das Original aus dem Englischen übersetzt. Dieser Begriff der gleichaltrigen Orientierung, wenn ich den Pädagogen gegenüber äußere, dann sagen die immer, ja, da weiß ich Bescheid, kenne ich mich aus und so. Und die denken dann an so Sachen wie jahrgangsübergreifendes Lernen und so Dinge, die damit ja gar nichts zu tun haben. Was ich feststelle ist, dass ich den Begriff vielleicht anders übersetzt hätte. Ich kenne nun die Originale nicht. Ich würde eher ausgehen und ich beobachte auch unter Erwachsenen eine gleichreife Orientierung. Also gar nicht, dass es eine Sache von Jugendlichen oder von Kindern ist. Ich bin auch beeinflusst von Bertrand Stern, der von Kindern gar nicht mehr im positiven Sinne sprechen möchte, sondern von Menschen. Und in dem Zusammenhang stelle ich fest, dass dieses Phänomen der Bindung und der Weiterentwicklung und der Reife, die eigenen Emotionen, das eigene Mobben oder gemobbt werden im Griff zu haben und Konflikten entweder auszuweichen oder sie in den Griff zu bekommen, dass das eine Frage von Reife ist, die durchaus unter Erwachsenen, ich will nur mal Politiker nennen, ja, also auch durchaus verbreitet ist. Inwiefern ist dieser Begriff übersetzt? Wie heißt es original? Was geht dir dabei durch den Kopf? Das Das würde ist mich ein sehr sehr, sehr, interessieren.
Ja, vielen Dank, Andy. Das ist eine ganz wichtige Frage und da würde ich natürlich am liebsten 3 Jahre drüber reden, aber ich will ja auch euch die Chance geben, was zu sagen und dazu beizutragen. Das ist ganz, ganz gut und richtig von dir beobachtet. Der englische Begriff heißt Peer Orientation, also das habe ich schon zuverlässig übersetzt. Aber das ist im Grunde ein bisschen so, wenn wir jetzt schon mal über Verlagstechnik sprechen. Dieses Buch ist im englischen Original bei dem weltweit größten Verlag erschienen. Ich vergesse immer den Namen, ist auch egal. Und die haben nun mal der amerikanischen Sitte folgend, die können nicht einfach ein Buch herausbringen, wo jemand, der ganz, ganz viel weiß, ein stimmiges Bild entwirft, sondern die müssen da immer einen Punkt herausgreifen, sich auf den konzentrieren und den dramatisieren und dann damit sozusagen das dann verkaufen. Das hat Gordon Neufeld auch selber sehr bedauert, denn in Wirklichkeit ist dieses Phänomen der gleichaltrigen Orientierung wirklich nur ein kleiner Teil und eine Auswirkung. Und du hast vorhin sehr richtig gesagt, dass sich eben Leute mit gleicher Reife auch oft aneinander orientieren und dass nicht jeder, der erwachsen ist, deswegen schon reif ist, wie man unter anderem auch an unseren Politikern sehr deutlich sehen kann. Und der Effekt, der Zusammenhang ist insbesondere so, und das ist etwas, was wirklich Gordon Neufeld ganz originär selber entdeckt hat und entwickelt hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist Bindung, die praktisch das Ganze am Laufen hält, ja? Also dass das Kind sich aufgehoben fühlt bei den Erwachsenen und die Erwachsenen oder die reiferen, erfahreneren den Instinkt haben, eben dem Kind den Raum zu geben, praktisch den Mutterboden zu bilden, in das das Kind in den das Kind seine Wurzeln senken kann und so, dass es richtig gut und stark wachsen kann. Und diese Bindung, die ist aber nicht einfach nach der Geburt irgendwie so schwupp da, sondern das ist wie bei einer Pflanze. Das sind Wurzeln, die sich im Laufe von mehreren Jahren, einem mehrjährigen Prozess entwickeln und nach immer tiefer senken. Und irgendwann, und das ist frühestens um das 5., 6. Lebensjahr herum, unter idealen Bedingungen, ist dann eine Stufe erreicht, wo die kleine Pflanze im Grunde Grundwasser erreicht hat. Darf ich da mal ganz kurz ausholen, Joya? Unbedingt. Also ich mag den Pflanzenvergleich auch sehr, sehr gern. Genau, das ist auch ein ganz wichtiger Unterschied des Entwicklungsansatzes im Unterschied zum verhaltensorientierten Ansatz, der nicht den Pflanzen- und Gärtnervergleich bringt, sondern den Bildhauervergleich, wo das Kind aus einem rohen Klotz herausgehauen wird, indem man alles weghaut, was nicht passt. Und wenn man eben diesen Wurzelvergleich sieht, dann ist es so, unmittelbar nach der Geburt ist das Kind ja ziemlich hilflos und kann noch nicht viel machen und bindet sich über die physische Nähe. Das heißt, das Kind will seine Mama riechen, schmecken, fühlen, hören, mit dem Tastsinn sich geborgen fühlen. Und das ist sozusagen das oberste, oberflächliche Wurzelchen. Und das, so wie Mama nicht da ist oder das Kind allein ist, fühlt es sich völlig verlassen. Es kann innerlich überhaupt nicht sich denken, ja, die kommt ja gleich wieder oder so. Das geht gar nicht. Das ist die Bindung auf der physischen Ebene. Und wenn dann das Kind so mit einem Jahr anfängt zu krabbeln, zu stehen, zu laufen und dann eben auch schon mal um die Ecke witschen kann, dann wächst die Bindung mit, indem sie tiefer wird, sodass das Kind, auch wenn die Mama mal gerade nicht da ist, trotzdem innerlich sich an sie gebunden halten kann. Und ich sage jetzt da einfach halt halber immer Mama, aber damit ist immer gemeint die Hauptbezugsperson, egal wer es immer sei und so weiter, politisch oberkorrekt. Nur Mama ist einfach kürzer und ist ja auch noch das Normale. Und das heißt, dann bindet sich das Kind nämlich über Gleichheit. Das heißt, wenn Mama nicht da ist, dann zieht es die Stockelschuhe von Mama an und hängt sich die Handtasche über und geht so wie Mama und spricht so wie Mama. Das hören wir dann manchmal im Sandkasten, manchmal ist es dann auch peinlich für uns. Auch der Spracherwerb funktioniert über diesen Nachahmungstrieb, diese Bindung über Gleichheit. Und dann, wenn das Kind so ungefähr 3 Jahre alt ist, 2,5, 3, dann fängt es an, ich zu sagen und wird schon eine noch eigenständigere Persönlichkeit, also kann seine Persönlichkeit noch mehr sozusagen zum Ausdruck bringen. Und dann bindet es sich zusätzlich noch über Loyalität und Zugehörigkeit. Das sind dann diese kleinen Ritter und ja, und ich schlepp den Sprudelkasten, obwohl der fast so groß ist wie sie selber. Und ich helf dir, Mama, und das ist unser Garten und das ist unser Auto. Das ist so richtig so
über Besitzanspruch und über Zugehörigkeit. Das ist hier meine Einheit und für die stehe ich ein. Und dann, wenn das auch klappt, wenn dieses Würzelchen sozusagen auch genährt wird mit ganz viel Nähe, dann kommt die nächste Phase so um das vierte Lebensjahr herum, wo das Kind schon merkt, Mensch, ich bin ja nicht nur der Einzige, der zu mir ich sagen kann, sondern mich gibt es überhaupt nur einmal und nur ich bin ich. Und dann möchte es gerne über Wertschätzung sich binden und möchte gerne in seiner Einzigartigkeit gesehen werden. Das ist dann die Zeit, wo die Kinder im Kindergarten, wenn sie da sind, dieses Lied singen, wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Das ist das, was die im Moment dann brauchen. Oder sie hören unglaublich gerne dann die Geschichten, wie aufregend das war, als sie geboren waren und wie Opa sich gefreut hat und was Oma gesagt hat und all solche Sachen. Einfach weil sie merken, Mensch, ich bin ja einzigartig. Und gleichzeitig können sie dann natürlich auch schon immer längere Zeit ohne die unmittelbare Nähe ihrer Hauptbezugspersonen aushalten und trotzdem innerlich sich verbunden fühlen, ohne quasi zusammenzubrechen, weil sie schon mehr Wurzeln haben. Und dann, erst mit ungefähr 4,5, 5 Jahren frühestens, kommt die Bindung über die emotionale Liebe. Das heißt, das Kind schenkt uns praktisch sein Herz. Und das bedeutet, es fängt an, Herzchen zu malen und uns wirklich zu meinen, also uns liebevoll anzugucken, unsere Haare zu streichen und Papa, ich heirate dich und so. Das ist übrigens etwas, wo Gordon Neufeld sagt, das hat Freud grob missverstanden, indem er das einseitig in eine sexuelle Richtung gedrängt hat. Das hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun, wenn dann kleine Mädchen sozusagen sich ihrem Papa zutiefst verbunden fühlen und praktisch da so ihr Männerbild formen. Deswegen wollen sie noch lange nicht mit ihm schlafen, sondern er ist eben sozusagen der erste Mann, den sie in ihrem Leben wahrnehmen. Aber das hat eben, hat gar nicht diese sexuelle Ausprägung, wie Freud das dann so rausgebehauptet hat. Die Kinder wollten das alle und so. Und das ist gerade heute im Zeitalter der immer früheren Sexualaufklärung einfach wichtig zu wissen. Okay, Klammer zu. Und dann kommt jetzt die Entscheidende. Ich bin gleich fertig und dann dürft ihr wieder. Dann kommt erst mit dem ungefähr sechsten Lebensjahr, wenn also diese emotionale, diese Liebe und Mama, Papa, ich hab euch so lieb und ich will immer mit euch zusammenbleiben. So fühlt man das halt dann. Wenn das sozusagen so erwidert wird und das Kind sich damit so sicher fühlt, dass diese Wurzel nicht zerrissen wird, dann kommt die ultimative, tiefste Bindungswurzel, die auch für uns Erwachsene die tiefste Bindungswurzel ist, nämlich die Bindung über seelische Vertrautheit. Das heißt, das Kind hat uns nicht nur sein Herz geschenkt, sondern es möchte uns auch sein Herz öffnen und ausschütten. Es möchte uns gerne erzählen, was es für Pläne hat und was es erlebt hat und wovor es Angst hat und was es sich wünscht und all diese Sachen. Und wenn es irgendwas angestellt hat, dann oder was Schlimmes erlebt hat, dann spätestens beim Guten Nacht sagen, muss das einfach ausgesprochen werden, weil es sonst eine Trennung empfinden würde. Und mit dieser Bindung über seelische Vertrautheit hat das Kind, haben die Wurzeln des Kindes sozusagen Grundwasser erreicht. Das heißt, dann, erst dann ist es so weit, dass es auch längere Trennungen überstehen kann und trotzdem innerlich an seinen Hauptbezugspersonen festhalten kann und sozusagen Wissen weiterhin weiß, ich bin ich und das ist meine Mama und mein Papa und meine Oma und sich selbst treu bleiben kann. Und dann ist ein Kind eigentlich erst reif für die Gesellschaft. Wenn wir aber jetzt, um bei dem Beispiel Krippe zu bleiben, und dann höre ich auch auf, die Einjährigen zusammentun, den ganzen lieben langen Tag, die sind ja erst auf der Ebene der Gleichheit angelangt mit ihren Eltern und deswegen binden sie sich an diejenigen bevorzugt, die gleich sind wie sie. Und das sind die anderen Einjährigen. Und wenn man diese Bindungsstufe, diese tiefe Grundwasserbindungsstufe einmal erreicht hat, dann kann man das im späteren Leben auch mit allen neuen Leuten, die man kennenlernt, dann kann man auch seiner Herzensfreundin das Herz schenken und der Lehrerin und dem Nachbarn von nebenan und dem der kleinen Schwester und wem auch immer später dem Partner. Aber wenn man diese Bindungsstufe nie erreicht hat, weil man zu viel weg war von zu Hause, mal ganz platt gesagt, zu wenig Zeit verbringen konnte, denn es braucht natürlich Zeit und Zusammensein, dann
dann weiß man gar nicht, dass es da noch mehr Wurzeln gäbe und gibt sich dann mit ganz oberflächlichen Bindungen zufrieden. So, jetzt unterbreche ich mal meinen Redefluss. Danke, ich meine, ich könnte dir stundenlang zuhören, aber vielleicht sagen wir auch unseren Zuhörern an den Streams, auch ihr seid herzlich eingeladen mitzusprechen, natürlich auch hier im Mumble-Bereich. Gerne einfach ins Warten kommen, wenn ihr eine Frage habt oder einen Beitrag bringen möchtet. Ansonsten haben wir auch das Skype-Phone und aus dem deutschen Festnetz die 089 244 14780 und aus dem österreichischen Festnetz 0720 511 237. Die Nummern sind auch auf der Homepage zu sehen. Ja, also so vieles, was du da sagst, ist für mich mittlerweile auch aus eigener Beobachtung sehr, sehr deutlich nachzuvollziehen. Andi, wie ist es für dich? Ja, und ich will gern nochmal, es geht darüber hinaus, ich will gern nochmal bleiben bei einer, ich sag mal, Erwachsenenperspektive, Dagmar, wenn dir das recht ist. Klar. Ich habe in den letzten Jahren, kann ich schon sagen, ich habe 2008, nachdem ich mein Abitur gemacht habe als Erwachsener und nicht ganz so recht wusste, wo meine Depressionen und meine Schwierigkeiten herkamen, habe ich angefangen, Erziehungswissenschaft zu studieren. Und dann schließlich irgendwann mal über einen Hinweis, übers Internet, wie das so ist beim freien Lernen, wenn ich den Zugang dazu habe, dann verschaffe ich mir so Informationen, schließe ich also auf das Buch, beziehungsweise erstmal stieß ich auf John Taylor Gatto und dann auch darauf, dass es tatsächlich schon eine deutsche Fassung gab zu der Zeit, nämlich Verdummt nochmal, wo John Taylor Gatto über die 7 versteckten Lektionen des Lehrers berichtet. Und inzwischen, um da vielleicht auch nochmal einen großen Zeitsprung zu machen, habe ich mich sehr intensiv befasst mit geschichtlichen Abläufen und Hintergründen, wie Beschulung entstanden ist, wie sie verwendet wurde und wird. Und ich weiß, auf der einen Seite muss man aufpassen zu sagen, nur weil ich jetzt für mich meine und meine Familie, ich für meine Familie meine, es ist gut, ohne Schule zurechtzukommen, heißt es nicht, dass andere das auch tun müssen. Das sollte man, das denke ich, ist wichtig auch zu sagen, auch jedem selbst überlassen. Und doch stelle ich fest, dass Schule insgesamt sehr problematisch ist. Es gibt beispielsweise sehr faszinierend recherchiert, dass ein Interview, ein englischsprachiges Interview von 2011 mit John Taylor Gatto, ein Wochenende mit John Taylor Gatto, The Ultimate History Lesson, die ultimative Geschichtslektion oder Vorlesung über die Geschichte der Schule. John Taylor Gatto hat ja auch geschrieben, The Underground History of American Education. Oder the Education System, was ich sagen würde, dass das Weltsystem ist. Ich will gar nicht ins Detail gehen. Was mich fasziniert ist, dass ich eben feststelle, dass Erwachsene sich ungerne beschäftigen mit den Dingen, die in ihnen lebendig oder vielleicht auch vernarbt und verletzt sind. Ich bin gestoßen auf Susanne Hühn und das möchte ich hier kurz beitragen. Bin gestoßen auf Susanne Hühn, die Heilung des inneren Kindes. Inwiefern wir alle unser Kind in uns tragen. Und ich will nochmal erinnern an Bertrand Stern, der eben den Begriff Kind gar nicht mehr im Positiven verwenden will, dass das Kind eben das ist, was in uns heranreift und das gewisse Möglichkeiten hat. Und da nennt nun Susanne Hühn für die Heilung des inneren Kindes, wenn da in der Vergangenheit und im Reifeprozess ja, Narben entstanden sind, 7 Grundregeln. Und die erste davon will ich vorlesen. Und ich war in Tränen, als ich das erste Mal gehört habe. Die erste Regel ist, wenn jemand gemein zu dir ist, dann darfst du weinen. Und du brauchst nicht mehr zu ihm zu gehen. Das hat mich so sehr bewegt und berührt, vor allem im Kontext, dass in Deutschland speziell, aber ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern ich bin überzeugt, insgesamt eben viele, viele Kinder von ihren Eltern irgendwo hingeschickt werden, wo sie glauben, dass es ihnen gut geht. Und dort passiert dann genau das, was du erzählt hast, nämlich dass Wurzeln gebildet werden. Ich finde das Bild sehr, sehr gut und sehr passend, dass da Wurzeln entstehen, die eben in eine bestimmte Richtung vorgeben und das Kind, wenn es verletzt wird, ihm nicht die Freiheit geben, egal ob Schulpflicht oder nicht, nicht die Freiheit geben,
Abstand zu gewinnen und Nähe zu Bezugspersonen zu gewinnen, wo Trost da ist, wo Reife und Trost da ist. Und es geht in meinem Kopf noch weiter. Ich hatte gerade ein Aha-Moment mit diesen Wurzeln, was mich begleitet, seit ich von John Taylor Gatto gehört habe und den Dingen, die er erzählt, ist das Höhlengleichnis, das Platon überliefert haben soll. In diesem Höhlengleichnis, wo Menschen in einer Höhle sitzen, im Rücken haben sie ein Feuer und sie sind gefesselt, so heißt es, und sie sehen die Projektion des Feuers vor ihnen und halten das, was sie da sehen, für die Wirklichkeit. Und einer wird losgemacht und kommt aus der Höhle raus, sieht die Welt, wie sie ist. Ich will abkürzen, kommt irgendwann zurück, weil er eine Bindung hat zu den Menschen dort und will den Leuten erzählen, wie toll die Welt da draußen ist, und macht sie los und sie fallen über ihn her. Und das, was ich gerade gesehen habe, ist ein anderes Gleichnis, ein anderes Höhlengleichnis, in dem diese Menschen nicht gefesselt sind von irgendwem, sondern sie quasi sozialisiert sind und ihre Wurzeln sie in dieser Höhle festhalten. Und was mich so, was mein inneres Kind so verletzt, ist, dass ich nicht in die Höhle zurück kann, um den Menschen dort zu sagen, wie schön das Leben ist und wie einfach das Leben auch ist, wenn man Vertrauen und Liebe findet. Ja, jetzt fehlen mir die Worte. Das verstehe ich sehr gut, Andi, aber indem wir hier diesen Okie-Talk machen, bist du ja auch in der Höhle hörbar. Die Schatten dieses Gesprächs sind ja auch in der Höhle hörbar. Und was damit zusammenhängt, ist natürlich auch ein ganz großes Geheimnis, was für alle Menschen gilt, egal welchen Alters. Man kann Reifwerdung und den Vorgang von ich möchte gerne mich befreien und ich möchte gerne etwas lernen und ich möchte gerne weitere Schritte gehen, das kann man nicht erzwingen, sondern das, und das ist eben auch das, was dann derjenige, der in die Höhle so gerne zurück möchte und seinen Kollegen das sagen möchte, man kann das Wissen anbieten und das tun wir hier ja, aber man kann niemanden dazu zwingen. Und das ist gerade in unserer Zeit, wo so vieles in Bewegung ist, für mich auch immer wieder eigentlich mit das Schmerzhafteste in meinem Leben, wenn ich merke, dass bestimmte Menschen, die ich sehr gern habe, sich weigern, sozusagen weiterzugehen und sich zu entfalten, sondern lieber in der vertrauten Höhle bleiben wollen, egal was man ihnen erzählt, wie schön es draußen ist. Und würde ich gerne nochmal dann das mit Neufeld in Verbindung bringen. Das Geheimnis ist eben auch, dass man, was du jetzt angesprochen hast, dass man das eben nicht erzwingen kann und dass man da nicht bei manchen einfach auf taube Ohren stößt. Auch bei unseren Kindern stoßen wir auf taube Ohren beziehungsweise Reife und dieser Prozess der Entfaltung und dieser Wunsch, dieser Hänschenklein-Wunsch, ich gehe jetzt allein in die große, weite Welt und haha, ihr sollt mal sehen, was ich jetzt mache. Ich mache jetzt was ganz Tolles, was mir gefällt, was mich erfüllt, was mich glücklich macht. Das ist eben etwas, das können wir nicht hervorbringen. Das können wir auch keinem Kind beibringen oder ihm es lehren, sondern wir können nur, wie der Mutterboden, deswegen heißt der so, und wie im Garten, wir können nur praktisch die Bedingungen so gestalten, dass das in dem Kind selber reift. Denn, und das ist ein weiterer Punkt, wo ich dann auch wieder zu John Taylor Gatto komme. John Taylor Gatto, für unsere Zuhörer, die das Buch ja wahrscheinlich nicht gelesen haben, dieses, was ich auch herausgebracht habe auf Deutsch, verdummt nochmal, der unsichtbare Lehrplan oder was Kinder in der Schule wirklich lernen, war ja selber Lehrer. Und er hat eben die Erfahrung gemacht, dass Kinder eben gefesselt werden, und zwar nicht durch ihre Bindungswurzeln an die, sondern die geben ihnen Kraft. Sie werden gefesselt. Diese Fesseln, mit denen die Menschen in dieser platonischen Höhle festgehalten werden, sind eben ihre Sozialisation im Sinne von den Regeln, wo man hingucken muss und wie man die Welt sehen muss. Und der Punkt ist eben, dass man dass das Gehirn, unser aller Gehirn und auch das Gehirn unserer Kinder so gestrickt ist, völlig sinnvollerweise,
Das Wichtigste zuerst. Das heißt, wenn das Kind sich unsicher fühlt, weil es zum Beispiel in dem Aquarium nicht weglaufen kann, dieser Satz, den du eben vorgelesen hast, der auch wirklich sehr berührend ist, wenn jemand gemein zu dir ist, dann musst du nicht mehr zu dem hingehen. Ja, außer du gehst zur Schule, wie alle unsere Kinder. Dann musst du nämlich jeden Tag wieder in diese Klasse hingehen, wo mindestens einer unter Umständen sehr gemein zu dir ist. Und solange das Gehirn des Kindes damit beschäftigt ist, dass das Kind überhaupt erst überlebt und diesem gemeinen Mitmenschen ausweichen muss und Mama und Papa nah genug halten muss und nie genug kriegt und keine Freundin hat und lauter solche Sachen, solange kann das Kind diese Luxusvariante von was kostet die Welt? Wer bin ich eigentlich? Was habe ich denn mitgebracht? Was möchte ich hier auspacken? Was für ein wunderbarer Baum bin ich denn eigentlich? Das wird erst freigeschaltet, wenn sozusagen wenigstens genug Wasser und genug Nährstoffe und genug Sonne da ist. Und deswegen ist es eben unsere wirkliche Pflicht als Eltern und unsere ganz wichtige Aufgabe, den Kindern, unseren Kindern, dieses Umfeld zu bieten. Und wenn wir dann mal groß sind und merken, oh, in meiner Kindheit habe ich aber einiges nicht gekriegt, was ich dringend gebraucht hätte, dann können wir sogar, und das ist eigentlich die gute Nachricht dabei, und diejenigen von uns, die Eltern sind, erleben das wahrscheinlich auch, indem wir unseren Kindern, so gut wir es hinkriegen, das geben, was wir selber eigentlich gar nicht gekriegt haben, so richtig, und was wir aber gerne gehabt hätten, heilt sich das auch in uns. Das heißt, unser inneres Kind heilt sich, indem ich einem anderen Kind das gebe, was es braucht. Und durch diese Spiegelung kann ich da rauswachsen und kann aufhören, immer darauf nur zu beharren. Ja, ich habe aber so was Schlimmes erlebt, deswegen kann ich jetzt zu keinem nett sein. Das geht nämlich trotzdem. Wir können das überbrücken durch diese starken Kräfte, die uns helfen, unsere eigenen Wunden zu heilen, indem wir dafür sorgen, dass es bei anderen besser läuft, bei denen, die uns anvertraut sind. Und dieses Buch von John Taylor Gatto, du hast ja auch schon angesprochen, wenn man sich damit mal beschäftigt, dass es eine größere Perspektive gibt, aus der man sich dann fragen kann, Moment mal, wenn Schule so verheerende Auswirkungen hat, warum machen wir das denn dann die ganze Zeit noch so? Und warum kommt man in Deutschland ins Gefängnis, wenn man versucht, sich dem zu entziehen? Und dann sagt John Taylor Gatto eben in seinen historischen Untersuchungen, Schule funktioniert super und sie tut genau das, was sie tun soll, nämlich sie formt unsere Kinder so, dass sie in einer ganz bestimmten Weise die Wirklichkeit und sich selber betrachten. Und damit ist sichergestellt, dass sie auch nur auf die Höhlenwand schauen und gar nicht auf die Idee kommen, in den Sonnenschein hinauszugehen. So, jetzt gebe ich mal wieder das Mikrofon ab. Ja, danke. Wir haben inzwischen einen Gast bei uns im Studio. Tank Girl ist da. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich hätte mal eine sehr spezielle Frage. Also einmal, dass wir ein riesengroßes Traumata hier eingepflanzt kriegen, wenn wir in die Schule gehen, das wissen wir ja alle. Na, wenn man so auf die Schulzeit selbst zurückkommt, das ist die eine Sache. Ich hätte jetzt mal eine Frage. Kennst du die Schule von Summerhill? Und wenn ja, wie siehst du dieses Konzept von einem Schulsystem? Fragst du mich? Ja, ich würde schon sagen. Ja. Okay, also meine Beobachtung ist, dass die Schulen, die funktionieren, immer dann funktionieren aufgrund einzelner Lehrerpersönlichkeiten, die den Kindern nämlich genau diese Bindungswurzeln, die ich vorhin erläutert habe, anbieten. Das heißt, was in Summerhill funktioniert hat und an bestimmten anderen Schulen funktioniert hat, das hat deswegen dort funktioniert, weil da eine Lehrerpersönlichkeit war, mindestens eine, vielleicht auch mehrere, die den Kindern eine Geborgenheit vermittelt haben und ein grundsätzliches Wohlwollen, sodass die Kinder sich entspannen konnten. Und ich weiß, dass eben diese demokratischen Strukturen, die da eingeübt wurden,
Das ist natürlich eine wunderbare Sache, aber es funktioniert nur bei Kindern, die auf der Bindungsebene satt sind. Weil Demokratie, das heißt Gleichberechtigung und Konsensfindung und Rücksichtnahme und all diese wunderbaren Geschichten, sind etwas, für was Reife erfordert. Ich muss mich selber zurücknehmen können. Ich muss in der Lage sein zu sehen, ah ja, Moment, das sind meine Interessen, aber der hat auch berechtigte Interessen und der auch und der auch und wie kriegen wir das jetzt hin? Denn wirkliche Demokratie ist ja nicht, wer die meisten Stimmen hat, hat gewonnen und darf dann alles machen. Und das heißt, insofern, als die Kinder mal unterstellt, wenn es so war, in Summerhill durch wirklich liebevolle Väter, mütterliche Persönlichkeiten in dem Lehr von, unter den Lehrern und unter dem Gründer dann ja auch besonders gehalten waren und genährt waren und ihre Bindungswurzeln satt waren, waren sie dann frei, sich zu entfalten und konnten dann eben auch solche Dinge einüben. Aber das funktioniert eben, die entscheidende Zutat ist die Bindung. Und wenn man das einmal weiß, dann kann man die Schulsysteme anschauen, wo immer man will, ob das jetzt die demokratischen Schulen sind oder Sudbury oder Summerhill oder Montessori oder was auch immer. Es hängt immer davon ab, ob ein Kind in der Schule überhaupt profitieren kann, ob es dort einen Lehrer findet, an den es sich binden kann, bei dem es sich entspannen kann, zu dem es Vertrauen hat, von dem es gerne lernen möchte und wo es dann auch sozusagen seine Eigenständigkeit ausprobieren möchte, weil es sich sicher fühlt. Solange ich mich nicht sicher fühle, ist mein Gehirn gar nicht in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, was es denn mal Neues gibt, sondern ich will dann nur Sicherheit. Und deswegen funktionieren solche Konzepte immer nur, wenn man das berücksichtigt. Also bei der Schule von Summerhill war das ja so, dass dort auch sehr viele Fälle von sogenannten schwer erziehbaren Kindern waren. Ja, also das hat halt da auch sehr gut funktioniert, ne? Gerade jetzt bei den Kindern, die eben diese Bindungsängste auch hatten. Natürlich spielt das, denke ich, auch noch mal eine Rolle, wie der Lehrer ist. Also da ist auf jeden Fall was Wahres drin dran. Aber das mit dem, dass das nur bei Kindern funktioniert, die schon satt sind, so wie du das gesagt hast, das ist halt was, was ich bei der Schule von Summerhill in vielen, vielen Büchern, die ich darüber gelesen habe, beobachtet habe, dass das eben nicht so ist. Aber Also da auch möchte ich speziell gerne Kinder, einhaken. die, dass auch speziell Kinder, die dorthin gekommen sind, die eben diese Bindungsängste hatten und die halt auch dann dementsprechend das Verhalten an den Tag gelegt haben, Und das ist genau der die nicht Punkt. um sich schlagen und Darf ich dazu also eben sich was auch sagen? dementsprechendes im Das ist nämlich genau der Punkt. Ja, ich würde das gerne noch zu Ende führen. Also, Tenkerl hat ein bisschen eine schwierige Internetverbindung. Dagmar, sprich du bitte. Also, ich stimme Tenkerl absolut zu, dass natürlich das jetzt, ja, wie soll ich das sagen? Da ist ein zeitlicher Ablauf. Wenn in Summerhill ganz viele Kinder kommen, die schwere Bindungsstörungen haben und dann in Summerhill gesunden, dann ist der Faktor, der dazu führt, genau der, den ich genannt habe, nämlich die Bindung. Und ich weiß nicht, viele von uns kennen vielleicht diesen Film, der war relativ erfolgreich hier in Deutschland, Die Kinder des Monsieur Mathieu. Das handelt so einer Jugendbesserungsanstalt, wo eben ein Lehrer hinkommt, der eigentlich Musiker ist und dem es gelingt, der ist einfach so, dass es den Kindern gelingt und es gelingt ihm, den Kindern zu ermöglichen, dass sie sich an ihn binden, dass sie ihm vertrauen, dass da etwas entsteht, eine Beziehung. Und dann formt er aus diesen zutiefst bindungsgestörten und extrem verhaltensgestörten Kindern, die noch viel schlimmere Dinge tun, als nur um sich zu schlagen, formt er eben sogar einen Chor, jetzt zumindest im Film. Und das ist ja genau die Erfahrung. Also das heißt, diese bindungshungrigen Kinder können dann gesunden, und das ist ja der Inhalt auch der Neufeld-Ausbildung und der ganzen Elternkurse und so weiter, in dem Moment, wo sie genährt werden, auf der Bindungsebene
kommen sie eben zur Ruhe und dann kann dieses ganze Fehlverhalten sich in Wohlgefallen auflösen und zwar ohne Strafen und wenn du nicht und Konsequenzen, diese ganzen Ansätze, die heute an den Schulen so beliebt sind und die alle nur sehr, sehr vordergründig funktionieren, die funktionieren dann nämlich durch Verdrängung. Das heißt, wenn da bei Todesstrafe in der Schule hauen verboten ist, dann schaffen es die meisten Kinder dann tatsächlich in der Schule nicht zu hauen. Aber wehe auf dem Schulweg, wehe zu Hause die kleinen Geschwister, wehe die Haustiere, da geht's dann aus. Und das heißt, die Voraussetzung für jede Heilung, da muss man wirklich sagen, dieses Pflanzenbeispiel trifft's da einfach. Wenn die Pflanze Wurzeln hat, kann sie grünen und wachsen und gedeihen und sonst nicht. Und ich bin ganz sicher, dass bei all den Schulen, wo es funktioniert und wo auch schwer bindungsgeschädigte Kinder dann heil werden und ihren Weg machen, dass der Faktor Bindung da das Entscheidende ist. Also jetzt speziell, was das Konzept von Summerhill angeht. Und so, ich will es jetzt mal ganz grob runterbrechen, was ich dann auch, wenn man dann die Gesellschaftsschichten sich anschaut, entdeckt habe. Bin ich ein liebes Kind, dann wollen mich die Eltern. Bin ich ein böses Kind, dann will mich keiner. Dann werde ich abgeschoben in sogenannten, was dann eben auch böse Kinder liebt. Ne, das ist ja das, was in Samael in all diesen ja, Postulaten darüber ganz klar und deutlich nach außen scheint. Ja, Liebe, ne, also Samael liebt auch die bösen Kinder. Ne? Genau, und Das das ist Konzept der an Tag. sich ist auch, das ist das Schöne, finde ich, daran. Und wenn man jetzt das mal ins Erwachsenenalter überträgt, ist mir immer wieder aufgefallen, dass auch Erwachsene sich eben genau auf diese Art und Weise verhalten. Wenn sie Probleme haben, dass in dem Moment, wo irgendwas kommt, wo sie nicht mehr mit zufrieden sind, nicht mehr mit umgehen können, dann setzt diese Ignoranz ein. Ja, dann wird ganz klar, passt mir nicht und dann wird es ignoriert und jemand, der nicht lieb ist, den will ich nicht, der wird dann abgeschoben. Und das ist dann auch genau das, was dann im, ja, Arbeitsleben stattfindet. Und es zieht sich wirklich durch alle Schichten der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, das größte Gift, was es gibt, zu sagen, dass jemand, der einen Fehler begeht, dann plötzlich nicht mehr geliebt wird. Ganz genau, Tank Girl. Und das ist genau die Essenz auch des Neufeld-Ansatzes, dass man den Eltern vermittelt, hallo, eure Kinder haben innere Gründe, wenn sie sich in einer bestimmten Weise verhalten. Und anstatt auf der Verhaltensebene zu reagieren, du hast das und das gemacht und jetzt ab in die Wuthöhle oder was weiß ich, auf die stille Treppe oder den stillen Stuhl oder in dein Zimmer, lohnt es sich zu verstehen, was ist denn eigentlich los und was kann ich dem Kind geben, was kann ich tun für das Kind, damit es nicht die Notwendigkeit fühlt, unbewusst ist das ja meistens, sich so zu verhalten. Und das ist natürlich der viel nachhaltigere Ansatz. Und das ist auch etwas, was uns durch die Schule sehr stark vermittelt wird, wenn ich da noch mal John Taylor Gatto ins Spiel bringen kann. Der sagt dann eben in seinem Buch Verdummt noch mal über die Schule: Die Schule vermittelt über die Zeugnisse den Eltern bis auf die Stelle nach dem Komma genau, wie unzufrieden sie mit ihrem Kind zu sein haben. Und das ist genau dieser Punkt, dass die Eltern und sehr viele Eltern wachen jetzt dafür auf, dass sie merken, sind wir denn hier eigentlich der verlängerte Arm und die Büttel der Bildungsbehörde? Das kann doch gar nicht sein, dass ich mit meinem Kind schimpfen muss, weil es die Hausaufgaben noch nicht fertig hat oder so. Aber viele Eltern haben das in der Vergangenheit auch geschluckt und haben im Grunde das ganze Familienleben drehte sich immer darum, wie die Kinder in der Schule klarkommen. Und ich habe gestern gerade in der Diskussion mit den anderen Eltern, da wo mein Sohn eben gerade seine externe Hauptschulprüfung macht, der ja eben nicht zur Schule gegangen ist, da erzählte eine Mutter eben von einem Brief, den sie mal bekommen hat oder eine Mutter mal bekommen hat von der Schule, in der sie aufgefordert wurde, dafür zu sorgen, dass ihr Kind die Hausaufgaben macht.
Und angeblich hat sie dann eben zurückgeschrieben, ja, und ich bitte Sie dafür zu sorgen, dass mein Kind sich abends die Zähne putzt. Das fand ich irgendwie nett, weil es zumindest mal eine Grenze setzt der Zumutung. Und denn normalerweise ist es so, in jeder Familie mit Schulkindern dreht sich alles um die Schule. Die meisten Konflikte, wenn nicht alle, entzünden sich an der Schule und um die Schule drumherum. Und die Schule regiert im Grunde in das Privatleben hinein. Und das ist auch genau eine der 7 Lektionen, die Andi erwähnt hat. Es gibt keine Privatsphäre für dich. Es gibt keinen Schutz. Weder im Aquarium Schule darfst du von denen wegbleiben, die gemein zu dir sind, noch dürfen deine Eltern dich weiter lieb haben, wenn du eine 5 geschrieben hast, so jetzt mal überspitzt formuliert. Und insofern kann ich Tank Girl da absolut zustimmen. Und gleichzeitig ist das genau der Punkt. In dem Moment, wo ich eine Einladung dem Kind gebe und sage, du bist du, und wenn du dich so benimmst, dann gibt es dafür einen inneren Sinnzusammenhang. Und dann schaue ich mal, wie ich dir helfen kann, dass du andere Möglichkeiten findest, dich auszudrücken, und du kannst mir vertrauen. Unser Verhältnis ist nicht davon abhängig, dass du lieb bist. Das ist genau der Knackpunkt, um den es in der Entwicklungspsychologie von Gordon Neufeld geht. Ja, was ich da gern ansprechen möchte, ich glaube, viele Eltern, die jetzt dazuhören, werden sich denken, oh, also dieses oder jenes habe ich nicht bedacht. Vielleicht beobachte ich bei meinem Kind da auch schon Anzeichen, dass da irgendwas in diese Richtung schief läuft. Was mache ich, wenn ich schon größere, ältere Kinder habe und merke, da gibt es jetzt Nachholbedarf? Dagmar? Okay, die Dagmar hören wir jetzt gerade nicht. Dann heben wir uns die Frage für später noch auf und begrüßen inzwischen den Thomas im Studio. Hallo Thomas. Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage an die Frau Neubrander, wenn sie dann wieder da ist. Bin wieder da. Alles klar. Ja, und zwar, ich möchte gleich den Ball aufgreifen, weil Sie eben gesagt haben, andere Kinder, also die Kinder in der Schule und so, nicht alles gefallen lassen. Und ich habe jetzt gehört von einem Fall, wo jemand, ich sage unter Anführungszeichen, schlimmes Kind ist, wo schon 3, 4 Schüler in der Hauptschule die Hauptschule gewechselt haben wegen demjenigen. Jetzt ist derjenige in der nächsthöheren Schule und geht auch wieder alle an und es haben schon wieder 3 die Klasse inzwischen verlassen, weil sie es nicht aushalten. Mit dem, was er da in der Schule so treibt mit ihnen. Und irgendwie sind die Eltern und alle machtlos und schauen zu und keiner traut sich irgendwie irgendwas sagen oder die schließen sich nicht zusammen, warum auch immer, die Eltern gegen den. Irgendwie darf der eine machen, was er will, und da hat derjenige gesagt, ja, das sind dann diejenigen, die dann später oben sind und die unmenschlichen Entscheidungen treffen. Also da beginnt es eigentlich schon in der Schule. Und meine Frage ist, was empfehlen Sie, was man da am besten machen kann? Ja, im Grunde vielen Dank für die Frage. Kann man die beiden Fragen, auch die von Joya, noch zusammenfassen? Denn Joya hatte ja gefragt, was kann man denn machen, wenn man jetzt schon gemerkt hat, oh, da ist ja schon einiges schiefgelaufen und das Kind ist schon im Brunnen. Wie kriege ich es denn da wieder raus? Und zunächst mal in so einem Gesamtsystem ist es natürlich überhaupt nicht keine gute Situation. Das ist dann ja wieder die Aquariumsituation, und die großen Fische, die eigentlich die kleinen schützen sollten, gucken systematisch weg. Und das greift ja auch um sich, weil die Theorie verbreitet wird, die Kinder müssten lernen, das unter sich auszumachen. Natürlich müssen die Kinder lernen, Konflikte zu lösen, aber sie müssen es natürlich von Menschen lernen, die bereits in der Lage sind, das ohne Gewalt zu tun. Und man kann nicht die kleinen Fische den Raubfischen schutzlos ausliefern, damit sie dann lernen, Konflikte zu lösen. Dann gibt es nämlich im Grunde wirklich ein unmenschliches System von Mobbing und von Hierarchien, wo schreckliche Dinge passieren. Und das heißt, da ist es natürlich wirklich ein Versagen der Erwachsenen einerseits. Andererseits ist es natürlich auch keine Lösung, jetzt zu sagen, dieses Kind ist ein böses Kind und das entfernen wir jetzt mal aus dem System und dann haben alle wieder Ruhe. Ja, was machen wir denn mit dem Kind dann? Sondern dieses Kind hat ja seine Symptomatik aus Gründen, weil es nämlich
anders sich nicht zu helfen weiß. Und das sind ganz tiefe Instinkte. Der Neufeld-Ansatz beschreibt das. Das ist im Grunde wie so eine Bindungsphysik. Da gibt es ganz klare Regelkreise. Zum Beispiel ist es so, um jetzt an diesem Beispiel des bösen Kindes, was die anderen haut, das deutlich zu machen. Was man machen müsste, wäre natürlich, dass man zusammenkommt und guckt, was ist denn eigentlich los bei diesem Kind? Und dann dem Kind hilft, damit aufzuhören. Und da, um das jetzt zu verdeutlichen im Einzelfall, tue ich jetzt mal so, als wüsste ich das schon, weil das, was ich höre, lässt mich vermuten, dass es wahrscheinlich so oder ähnlich sein wird mit diesem Kind, einfach weil die Gesetzmäßigkeiten unseres Bindungsgehirns so sind. Ein Kind hat oder wir alle haben, wenn wir mit etwas konfrontiert sind, was nicht klappt, was blöd ist, was wir anders haben wollen, haben wir mehrere Möglichkeiten. Das ist wie so ein Kreisverkehr. Die erste Ausfahrt ist, wir versuchen, was zu ändern. Ja? Wenn das nicht geht und wir merken, oh, es klappt nicht, ich kriege nicht noch eine Geschichte vorgelesen, ich darf nicht noch mal Karussell fahren oder was immer es jetzt ist, dann ist eigentlich der zweite Weg, dass wir die Frustration fühlen, dass wir fühlen, oh, das ist aber blöd, ja? Und bei kleinen Kindern drückt sich das dann in der Regel so aus, dass sie dann weinen. Und in diesem Weinen lassen sie im Grunde los. Das heißt, dieses Weinen ist ganz kostbar und ganz wichtig. Andi hat ja auch vorhin schon gesagt, du darfst weinen. Und das ist nicht nur du darfst, sondern das ist hygienisch. Dann löst sich das wieder auf und dann merkt man aber hinterher, so, ich habe keinen Keks gekriegt, aber ich habe es überlebt. Es ging trotzdem gut und jetzt sitze ich beim Mittagessen und freue mich. Und das Gehirn wächst daran und die Fähigkeit, mit Widrigkeiten fertig zu werden, wächst. So. Wenn aber diesem Kind jetzt gesagt wird, du darfst nicht weinen, oder wenn es weint, dann kriegt es noch Schläge obendrein, oder was dann früher Eltern gesagt haben, als ich jung war, ich gebe dir gleich einen Grund zum Weinen, ja. Oder es hat nicht genügend Geborgenheit, oder seine Eltern sind überfordert und reagieren panisch, so wie es anfängt zu weinen, dann hört das Kind irgendwann auf zu weinen. Und das heißt aber, diese frustrierte Energie von dem, was ja immer noch nicht klappt, kann da nicht raus. Und dann gibt es, wenn man nichts ändern kann und wenn man die Trauer nicht fühlen kann, gibt es nur noch einen anderen Ausweg, und das ist die Aggression gegen sich oder gegen andere. Und das bedeutet, wenn ich mache das jetzt natürlich wirklich total versimpelt, aber im Grunde ist es auch so simpel. Man muss dann nur die individuellen Bedingungen anschauen, dass dieses Kind aus irgendeinem Grund nicht die Möglichkeit hat oder nicht die Schulter, bei der es sich ausweinen kann und sagen kann, Mensch, das ist alles so blöd und ich habe die und die Schwierigkeiten und das klappt nicht und Papa ist ausgezogen oder was immer bei dem los ist. Die Möglichkeit hat es nicht, sondern da hat das Gehirn gesagt, oh nee, weinen, das geht gar nicht, da haben wir schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und das heißt, er haut es nach außen. Und so, es gibt Kinder, die sind 6 Jahre alt und die haben schon mit 3 Jahren aufgehört zu weinen. Oder in Extremfällen sogar noch eher. Und bei 14-, 15-Jährigen ist es ja heute die Regel, dass sie nicht mehr weinen können. Das ist aber nicht normal. Das war auch gar nicht immer so. Das ist nur jetzt heute in dieser Jugendkultur wird es so gehypt, wie man sagt, dass man natürlich nicht weint. Ja, ein Rapper würde ja nicht weinen. Aber sie haben diesen Ausweg nicht. Und das bedeutet, das Erste, was man mit diesem Jugendlichen, der so bös ist, machen müsste, ist, dass man ihm Möglichkeiten eröffnet, wie er seine Aggression rauslassen kann, ohne dass jemand anders dabei zu Schaden kommt. Man kann nicht zu so einem Jugendlichen oder Kind gehen und sagen, weißt du, das wäre jetzt wichtig, dass du über das, was traurig ist, mal weinst. Dann zeigt er uns den Stinkefinger und lacht sich eins, weil er sich nämlich schon hart gemacht hat aus seiner Not heraus. Das heißt, man müsste ihm eine Möglichkeit geben, durch intensiven Sport oder durch so eine, durch ein Ritual, was man dann macht, was an Schulen eingeführt werden könnte, dass man, es gibt Schulen, die nach Gordon Neufeld dann eingerichtet sind, so eine Art, wo die Kinder dann in Begleitung, ohne dass es irgendwelchen Ärger gibt, in Begleitung des Erwachsenen an einen Ort gehen, wo sie schreien und mit Knüppeln gegen die Wand hauen können oder treten oder beißen, was ihnen am meisten gut tut, um diese Frustrationsenergie rauszuhauen. Und indem er die Energie los wird auf diese
war Art und Weise und kein anderes Kind zu Schaden kommt und er nicht bestraft werden muss und nicht abgelehnt wird und dieser ganze Teufelskreis wird dann dadurch durchbrochen, dann kann man ihm, indem man ihm wirklich zuverlässige, gute Bindung und Nähe anbietet, kann man ihm helfen, so ganz allmählich sich wieder vorzutasten, oh, vielleicht kann ich ja doch mal ein Gefühl zulassen. Und irgendwann sagt so ein Kind dann mal, oh, das war aber blöd, anstatt nur zu sagen, ey, du Arsch, ja? So, weil er dann diese Möglichkeit wieder hat, es zu fühlen, anstatt es nur rauszuhauen. Und davon ausgehend kann man ihm dann helfen, dann kann er reifen und dann erledigt sich das Thema von selber. Mache ich mich deutlich? Ja, ich denke, ich weiß schon, was Sie meinen, ja. Ich glaube, in dem Fall ist das subtiler. Das läuft mehr auf Psychotherapie in der Pause hinaus und weniger auf Hauen und Schlagen. Aber wie auch immer, es muss quasi von außen irgendein Erwachsener kommen, der sich da gut auskennt und mit dem zumindest sprechen. Und wie ich das Gefühl habe, die Eltern müssen damit auch ein bisschen mitziehen und sich darauf einlassen, ne? Wenn der jetzt Eltern hat, die da komplett zumachen und auch sagen, das ist ja alles Schwachsinn, was die erzählt, ja, dann wird sich ihr Kind, glaube ich, auch nicht ändern. Das ist eine ganz gute Frage. Gordon Neufeld hat seinen ganzen Ansatz darauf gegründet, dass er sagt, eigentlich ist es Quatsch, wenn wir mit unseren Kindern ständig zu irgendwelchen Experten rennen, sondern die Eltern oder diejenigen, die an Elters Stelle stehen, müssen im Grunde wissen, wie wichtig diese bedingungslose Einladung eben, wie Tank Girl sagte, nicht nur, wenn ich lieb bin, wie wichtig das ist, dass das Kind das Gefühl hat, meine Mama hat mich immer lieb, auch wenn ich irgendwie nicht so tue, wie sie will. Das bedeutet nicht, dass sie das alles gut findet und dass sie mir das alles durchgehen lässt, aber sie hat mich trotzdem lieb. Das ist das Entscheidende. Und wenn der erste Weg, den man versucht, ist immer, dass man versucht, den Eltern das nahezubringen. Wenn die Eltern sagen, die Frau hat doch einen Knall und der muss nur mal richtig den Hintern versohlt kriegen, dann ist das vielleicht keine Möglichkeit. Und dann sagt Gordon Neufeld aber auch etwas ganz Wichtiges, dass er sagt, die Natur fügt immer hinzu. Sie nimmt nicht weg. Das heißt, man würde dann nicht sagen, ja, der Junge, der muss aus dieser Familie raus, die Eltern, die taugen ja nichts, sondern man würde hinzufügen. Das heißt, ein Lehrer oder der Hausmeister oder irgendjemand, der Onkel, der Nachbar, irgendjemand, der ein Herz für dieses Kind hat und sich sagt, ich bin bereit, sozusagen dieser Stabilisierungsfaktor im Leben dieses Kindes zu sein, der würde dann dazukommen und würde eine Bindung aufbauen. Das heißt, in dem Fall dann wahrscheinlich ein Lehrer würde sagen, so, ich kümmere mich jetzt mal systematisch um ihn und frage ihn, ob er mal mit mir mitkommt in die Bibliothek und so weiter und wirklich versuchen, zu ihm eine Bindung aufzubauen. Und das heißt, natürlich sind die Eltern das Beste, was einem Kind passieren kann, wenn sie praktisch es schaffen, aus diesem, ich lieb dich nur, wenn du brav bist, rauszukommen. Aber wenn das nicht klappt, Hauptsache, es gibt irgendeinen Menschen im Leben eines Kindes, bei dem es sich so geliebt fühlt, wie es ist und der sozusagen nicht diese Bedingungen hat. Das ist für die gesamte, da gibt es Riesenstudien, Langzeitstudien aus den USA, wo gezeigt wird, egal wie arm, egal wie schlecht gebildet, egal wie intelligent, egal wie viel Drogen im Umfeld, für die Sozialprognose eines Kindes, der wichtigster Einzelfaktor ist, gibt es irgendjemanden im Leben dieses Kindes, bei dem es sich fallen lassen kann, bei dem es sich ausweinen kann, zu dem es mit seinen Sorgen kommen kann. Und wenn es den gibt, dann hat das Kind eine gute Sozialprognose. Das heißt, die Eltern sind ideal, aber nicht, das Kind ist auch trotzdem nicht verloren, wenn die Eltern nicht tun. Ja, also in dem Fall, was sollen die Eltern machen? Soviel ich weiß, sind die schon zum Direktor gegangen und haben gesagt, also das Kind, das geht nicht, wir müssen das Kind von der Schule nehmen. Der Direktor sagt, ja, wir können auch nichts machen. Also anscheinend gibt es ein System, was wir jetzt haben, gar keine Bemühungen, das irgendwie zu schlichten, sondern der wird dann vertröstet und wir können nichts machen. Ja, also damit Sagen Sie den ist. Eltern, sagen Sie den Eltern, es gibt da einen Ansatz, der für solche Kinder ideal ist. Und gehen Sie mal auf www.neufeldinstitute.de. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Es ist im Grunde simpel.
Oder man kann auch versuchen, die Eltern daran zu erinnern, dass sie eigentlich ihr Kind ja lieb haben. Das vergessen die Eltern dann manchmal vor lauter Kummer über sein Verhalten. Ja, na, ich frage mich, wo dann konkret die eine Person zum Beispiel herkommen soll, wenn in dem Fall jetzt die Eltern nicht mitmachen würden, damit das Kind zumindest eine Ansprechperson hat, wenn der Direktor meint, ja, wir können nichts machen und die drei Eltern, dessen Kind da drangsaliert werden in der Schule, sollen die privat jemanden zahlen und den hinschicken? Meint, das ist ja praktisch ja nicht machbar. Ja gut, da kann ich natürlich jetzt wenig dazu sagen. Hab jetzt erklärt, was geschehen müsste. Und wenn es jetzt weit und breit im Leben dieses Kindes niemanden gibt, der bereit ist, diesen Ankerpunkt zu spielen, dann tut mir das sehr leid für dieses Kind. Aber das können wir ja jetzt hier nicht lösen. Und ich bin eigentlich zuversichtlich, dass sich da jemand findet. Der muss das Kind ja nicht heiraten und er muss auch nicht mit ihm leben. Es gibt Fälle, wo eine Handarbeitslehrerin, die das Kind zweimal in der Woche oder einmal in der Woche gesehen hat, aber es in netter Weise willkommen geheißen hat und ihm bedeutet hat, hallo, ich sehe dich und ich mag dich und so weiter. Das kann für ein Kind der entscheidende Ankerpunkt sein. Das muss nicht immer so riesig sein im Äußeren, sondern es ist die innere Haltung. Es kommt nicht darauf an, was wir wissen und was wir für super Techniken drauf haben, sondern wer wir für das Kind sind. Und wenn das Kind das Gefühl hat, ach, mit der kann ich reden und bei dem kann ich irgendwie, zu dem kann ich immer kommen und der guckt dann nicht missbilligend, sondern sagt nur, na, was hast du schon wieder angestellt? Aber es ist wohlwollend. Das ist das Entscheidende. Und das ist viel wichtiger als alle tollen Erziehungstechniken und Theorien, die ich hier erzählen kann. Das ist im Grunde die Essenz von all dem, was ich hier sage. Okay, dann sage ich mal danke, ja. Sehr aufschlussreich, danke. Gern geschehen. Ja, danke. Ich glaube, das war ein wunderbares Beispiel aus der Praxis, mit dem wir auch wieder einen großen Bogen abgedeckt haben. Wobei sowohl Andi als auch Tank Girl noch ganz dringend auch was sagen möchten. Jetzt geben wir mal dem Andi das Wort. Vielen Dank. Ich freue mich, ein paar Punkte mit zu verbinden und dann auch nochmal zu Summerhill zu kommen, über was Tank Girl gern nochmal sprechen möchte. Was ich hier raushöre, ist, dass so eine Person, die etwas hinzufügen kann, wenn da Schwierigkeiten vorhanden sind, eben durchaus auch eben an einer Schule wie Summerhill vorhanden ist. Das ist, was du angesprochen hast, Dagmar, eine Person dort, ein Lehrer oder welche Person auch immer, die eben anwesend ist und diese Bindung erfüllt und das eben bietet, wo Wurzeln schlagen können. Was mich fasziniert in meiner Beobachtung ist, ich war jetzt kürzlich bei einem Infotermin bei einer freien Schule hier in Berlin, die von sich sagt, dass sie vermutlich die freiste aller freien Schulen ist in Berlin. Und da ist es doch auch so, dass aus verschiedenen inneren Zusammenhängen heraus, die sicherlich auch mit Bindung zu tun haben, gesagt wird, ein Kind, das dort eingeschult wird oder als Quereinsteiger dazukommt, muss möglichst viel auch am Ort der Schule da sein, damit es Vertrauen aufbauen kann. Und sie sagen ganz klar, nicht nur zu den Gleichaltrigen, um den Begriff hier reinzustreuen, der da nicht verwendet wird, aber auch eben zu den Bezugspersonen, zu den Erwachsenen im Team, die da sind und verschiedene Schwerpunkte anbieten. Und was ich feststelle, ist, dass eben, so wie du gerade sagst, die Natur fügt immer etwas hinzu. Hier ebenfalls, wie gesagt, aus ganz unterschiedlichen Gründen eben nicht hinzugefügt wird, sondern umgetopft ja quasi wird. Sodass der Nährboden sicherlich ein sehr guter ist, aber auf die Entwicklung des Kindes hin betrachtet, über die vielen Jahre, die man dann in so einer Institution verbringt, es eben auch für mich zumindest schon wieder in Frage steht, inwiefern das eben wirklich Nährboden ist für auch ein gesundes Familien- und ein gesundes Gesellschaftsleben. Und ich will noch einen Punkt verknüpfen hier an der Stelle, der mit Demokratie zu tun hat. Und das ist etwas, was ich ebenfalls aus dem schönen, langen, interessanten Interview mit John Taylor Gatto von ihm gehört habe. Er spricht davon, dass vor 100 Jahren, rund 100 Jahren, ein Begriff aufgekommen ist, der Hyperdemocracy, der Hyperdemokratie, wo es eben darum geht, dass nicht, wie du vorhin auch schon gesagt hast,
Stimmen abgegeben werden und wer dann die meisten erhält, der darf dann regieren, sondern wo eben jeder erstmal für sich selbst bestimmt und es darum geht, einen Konsens zu finden. Und er berichtet, dass, ich glaube, wenn ich mich entsinne, 1913 hat es ein Wissenschaftler aufgebracht, er berichtet davon, wie dieser Begriff nicht weiter verbreitet wurde in den wissenschaftlichen Bereichen, die ja auch immer politisch kontrolliert sind. Und ja, wie wir heute, eben auch wenn es um Schulen geht, das ist, was ich auch an demokratischen Schulen beobachte, eben gar nicht schauen, inwiefern sind Menschen dort, die reif sind, auch Demokratie zu leben, oder inwiefern ist es eben eine autoritäre Umgebung, in der bürokratische Strukturen da sind und nicht so sehr Reife regiert, sage ich mal. Machen wir erst noch Tank Girl und dann antworte ich darauf. Ich habe es mir notiert. Jo, also ich hätte jetzt, dann haben sich jetzt zwei Sachen ergeben. Einmal ganz kurz zur Aufklärung, was Hip-Hop und Rap-Kultur angeht. Diese Kultur ist dazu da, zu sagen, was ich will. Die ist dazu da, Gefühle zu zeigen. Die ist dazu da, rauszugehen und rauszubrüllen, was einem nicht passt. Das zum einen. Jetzt hat der Thomas eben ein wunderbares Beispiel gebracht, was zu dem passt, was ich nochmal gerne ansprechen möchte. Um es kurz zu machen, da ist ja dann dieses eine Kind, das praktisch ja schon regelrecht den Lehrer gegen die anderen Kinder oder gegen ein anderes Kind, das vermeintlich schwächer ist, ausspielt. Und das ist was, das möchte ich gerne nochmal aus Lehrersicht ansprechen. Mir ist es so wichtig, dass die Lehrer das auch für sich verinnerlichen. Ich habe es in meinem Leben oft genug erlebt, dass Kinder sich ja regelrecht abwarten, bis der Lehrer um die Ecke kommt, um dem anderen eins reinzupressen, den dann vorher provozieren, damit der dann in dem Moment ausflippt und es danach aussieht. Also auch Kinder sind sehr, sehr manipulativ zum Teil. Was mir wichtig ist an dem Punkt, die Lehrer stehen da vor einem Dilemma, was sowohl das Vertrauensverhältnis zu den Kindern angeht, als auch die Möglichkeiten, die sie dann noch haben, ja. In dem Moment steht der Lehrer vor dem Grundsatz, welchem Kind glaube ich? Welchem Kind kann ich vertrauen? Und wenn da jetzt 5 Schüler in der Klasse sind, die gegen dieses eine Kind sprechen, und es ist in Wirklichkeit tatsächlich andersrum, da hat der Lehrer, also na, da kann, da, 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 da wird der Lehrer regelrecht verarscht von einer ganzen Gruppe von Kindern zum Nachteil dieses einen Kindes. Und das ist eine Problematik, die ich sehe, wo ich mich dann immer wieder frage, wie kann man als Lehrer denn tatsächlich die Wahrheit herausfinden, ja? Ich habe es mehr als einmal erlebt, und beobachtet, dass dann die Lehrer in dem Moment auch regelrecht überfordert sind. Ja, sie gehen ja davon aus, wenn das, da gilt ja wieder dieses Prinzip, das Mehrheitsprinzip, wenn 5 sagen, es ist so, ja, dann hat einer halt gelitten, ne? Und in Wirklichkeit war es aber nicht so. Und das ist ein ganz großes Thema in den Schulen, dass Kinder tatsächlich auch Teenager mit dieser Möglichkeit der Manipulation arbeiten und auf diese Weise Kinder dann regelrecht gemobbt werden. Vielen Dank, Tank Girl. Das stimmt. Das habe ich ja vorhin auch schon gesagt, dass Schulen wirklich insofern die Funktion der Mobbingfabriken erfüllen, wenn nicht durch die Art und Weise, wie die Lehrer sich präsentieren, das verhindert wird. Und da kann ich jetzt praktisch alles, auch das von Andy, noch zusammenfassen. Was du schilderst, Tankerl, ist ja das typische oder eines der typischen Effekte von dieser Aquariumwelt. Und die eigentliche Lösung dafür liegt nicht darin, dass der Lehrer jetzt entscheidet, welches Kind hat Recht, welchem Kind kann ich vertrauen und welches Kind ist sozusagen das böse Kind, sondern es liegt darin, dass der Lehrer erkennt, diese Kinder befinden sich in einem Machtkampf und sie befinden sich insgesamt, geht es da die ganze Zeit nur um Bindung. Bei all diesen ganzen Mobbing-Geschichten geht es ja nur darum, wer ist wessen Freund, wer gehört dazu, wer darf wem was sagen, wer sitzt neben wem, darf in welcher Clique mitmachen und all diese Sachen. Es Ja, geht immer nur, danke, ja. es geht immer nur um Bindung. Und das Entscheidende ist, wenn der Lehrer
praktisch den Kindern, wie soll man das sagen, diese Kinder, die so umeinander kreisen, wie Planeten ohne Sonne, ja, sie haben niemanden, der sie wirklich satt macht und nährt und wärmt, also versuchen sie sich gegenseitig voneinander Energie zu kriegen. Und das macht dann diese ganzen Mobbingkämpfe. Und in dem Moment, wo die Lehrer das wissen, dann ist es im Grunde überhaupt nicht mehr wichtig, wer jetzt wann gelogen hat, sondern man sieht nur, diese Kinder kreisen um sich selbst, sind in diesem Machtkampfding drin und indem der Lehrer praktisch die Funktion der Sonne in diesem Planetensystem übernimmt und zu jedem Kind eine Verbindung hat und jedes Kind das Gefühl hat, und ihr werdet feststellen, auf Klassentreffen und so, die Lehrer, die an der Schule beliebt waren, das gibt's ja an manchen Schulen oder an vielen Schulen, gibt's ein oder zwei Lehrer, sogenannte Meisterlehrer, nennt Gordon Neufeld, die eben im Grunde die Kinder lieben, mal ganz platt gesagt, und ihnen ermöglichen, weil sie diese natürliche Wärme und Kraft und Unabhängigkeit ausstrahlen und nämlich den Kindern vermitteln, was ihr von mir haltet, ist mir gar nicht so wichtig, sondern ich stehe hier und ich bin unabhängig von euch und ich bin aber fürsorglich für euch. Das sind, wenn man dann hinterher über solche Lehrer redet, dann stellt man fest, dass jeder das Gefühl hatte, also wir beide hatten eine ganz besondere Beziehung, dieser Lehrer und ich. Und das ist die Kunst des Lehrers, dass er wirklich mit jedem Kind das Gefühl gibt, du kannst dich bei mir entspannen und du kannst sozusagen, kannst dich an mir orientieren. Und dann sind die Kinder nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigt, untereinander ihre kleinen Aquariumskämpfe, wer unter welcher Koralle, sich verstecken muss, auszufechten. Und dann hören diese Dinge auf. Aber dafür müssen die Lehrer in die Lage versetzt werden, das zu sehen. Und da gibt's eben, sorry, ich muss natürlich immer wieder einfach auf Gordon Neufeld zu sprechen kommen. Der hat da einen Kurs für Lehrer entwickelt, und ich bilde ja die Leute aus, die diesen Kurs dann auch an die Schulen tragen können. Der heißt der Faktor Unterrichtbarkeit, nämlich wie versetzt man die Kinder überhaupt in die Lage, dass sie zumindest theoretisch mal zuhören könnten und profitieren könnten von der Schule? Das ist sozusagen, dafür braucht man den Lehrer als Sonne im Planetensystem der Klasse. Das ist der eine Punkt. Und dann komme ich im Grunde zu den Punkten von Andy, der dann eben mit der freien Schule und dem Umtopfen, gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Ich habe es ja bei meinen Kindern erlebt, durch das Nicht-Umtopfen, wo sie eben gar nicht erst ihr Bezugssystem ändern mussten, sind sie nicht blöde geblieben, sondern sie haben sich im Gegenteil umso besser entwickelt und haben sich ihre Lehrer selber gesucht, auch außerhalb der Familie natürlich. Wir müssen hier verschiedene Ebenen unterscheiden. Wenn mich Eltern fragen, oh Gott, mein Kind kommt in die Schule, und es ist aber für diese Eltern völlig klar, dass das Kind in die Schule gehen muss. In welche Schule soll ich es denn geben? Dann antworte ich diesen Eltern, das Schulsystem ist völlig zweitrangig. Gucken Sie sich an, welchen Lehrer, welche Lehrerin ihr würde ihr Kind kriegen. Und wenn Sie das Gefühl haben, ja, zu dem Lehrer kann mein Kind eine Beziehung aufbauen. Und zu dem kann ich auch eine Beziehung aufbauen, sodass wir nicht gegeneinander spielen, sondern an einem Strang ziehen. Dann besteht eine Chance, dass das Kind sich in der Schule einigermaßen wohlfühlt und wenigstens vom sozusagen bereit ist, sich geborgen zu fühlen bei diesem Lehrer. Das, worüber wir hier eigentlich heute Abend reden, das Freilernen, ist natürlich auf einer ganz anderen Ebene und einer ganz anderen Dimension. Das, wovon ich jetzt hier rede, dass der Lehrer im Planetensystem die Sonne ist und dass wir den Lehrer aussuchen für unser Kind, bei dem es sich gebunden fühlen kann, wenigstens und so, das ist Schadensbegrenzung. Und das ist dann eben, das Bäumchen ist in der Baumschule und wächst da und wird halt so und so beschnitten, aber es wird wenigstens regelmäßig gegossen und kriegt genug Sonne und Nährstoffe. Okay, kann auch was Nettes draus werden. Was wir aber eigentlich ja haben als Eltern, das ist ja, wir haben da einen Schößling, junges Bäumchen und wir wissen überhaupt nicht, was ist denn das überhaupt für eine Pflanze? Was ist denn das? Was will das denn mal werden? Sondern wir können im Grunde das Kind nur beobachten und wachsen lassen und versuchen, ihm immer eine Umgebung zu bieten, wo es sich optimal entfalten kann. Und das an Nährstoffen und an Lernstoffen sich ranziehen kann, was es gerade braucht, um den zweiten Ast von oben hinten auszubilden. Und das ist sozusagen
die eigentliche Aufgabe und die Aufgabe der Schule, wenn hier über super interessante Interviews geredet wird. Andy hat das von John Taylor Gatto erwähnt. Ich habe gerade eins gehört von Noam Chomsky, ist einer der bekanntesten Linksintellektuellen von Amerika, der schon vor etlichen Jahren gesagt hat, unsere Schulen sind nicht zufällig oder aus Inkompetenz, so wie sie sind, sondern sie erfordern die absolute Unterwerfung des Kindes unter den Schulstoff, unter die Art und Weise, wie er interpretiert werden soll. Und zwar genau zu dem Zweck, dass diejenigen von uns, die bereit sind, für ein bisschen Wissen und für Erfolg alles zu tun, und das sind wir alle, er spricht natürlich vor einem akademischen Publikum, die haben alle Abitur und studiert. Er sagt, ja, das sind wir alle. Die kommen durch dieses System durch und da findet eine Vorauslese statt in Richtung Gehorsam. Und die Kinder, die an ihrem eigenen beharren und die sagen, das interessiert mich nicht, ich will aber jetzt eigentlich viel lieber zu Hause meine Kaninchen beobachten, anstatt hier blöde Schreibübungen zu machen, die fallen durch dieses Raster durch, die werden dann so in ihrer Unzufriedenheit gehalten, dass sie verhaltensauffällig werden, alles Mögliche, auf alle Fälle nicht erfolgreich sind. Ich glaube, 80% der Nobelpreisträger sind Schulversager gewesen oder Homeschooler sowieso, also Freilerner. Das heißt, dieses Schulsystem ist nicht darauf angelegt, möglichst freie Solitärbäume und Freigeister hervorzubringen, sondern Leute, die funktionieren und die gehorchen. Und das ist sozusagen der Sinn. Jetzt bin ich aber schon so alt, dass ich nicht so, ich bin einfach nicht mehr so radikal, sondern ich verstehe das, wenn Eltern zu mir kommen, die nur wollen, dass ihr Kind irgendwie heil durch die Schule kommt, dann versuche ich ihnen bei ihrer Schadensbegrenzung zu helfen. Und wenn Leute zu mir kommen, die sagen, mein Kind soll frei aufwachsen, was kann ich tun, damit ich nicht ins Gefängnis komme und das Kind nicht ins Kinderheim, dann versuche ich da zu helfen. Also ich gebe wiederum, wie mit Platons Höhle, ich versuche jedem das zu geben, was er will. Und diejenigen, die nur die Schatten an der Wand besser sehen wollen, denen versuche ich dabei zu helfen. Und diejenigen, die ihre Fesseln lösen wollen, denen versuche ich dabei zu helfen. In der Ja, Schule kann man liebe nur den Dame. Schaden, in der Schule kann man nur den Schaden begrenzen. Das ist Genau, sehr eindrucksvoll. und damit möchte ich ganz gern für die letzte, nicht mal mehr halbe Stunde, 20 Minuten, die wir noch haben, ein bisschen auf den Idealzustand auch eingehen, ja, weil wir haben zum Glück doch zumindest einige von uns Möglichkeiten, Kinder wirklich so zu begleiten. Und vielleicht sprechen wir auch zum Abschluss ein bisschen darüber, wie das dann abläuft. Wie findet dann Lernen statt? Wie ist dann eine natürliche Entwicklung, ja, wenn all diese Bindungen funktionieren? Was kann man da beobachten? Ich selber habe einfach gemerkt, dass da viele, viele Dinge, über die wir heute gesprochen haben, in unserem Leben gar nicht auftreten. Absolut. Und für mich war es zum Teil sogar so im Leben mit meinen Kindern, dass mir manchmal schier, dass ich richtig selber in Prozess gekommen bin und mir die Tränen in den Augen standen, weil ich dachte, so ist das also. Diese Kinder sind den ganzen Tag im Grunde in Dauerekstase damit beschäftigt, irgendwas zu spielen. Meine Kinder haben, also man hat in unserer Nachbarschaft gesagt, also wenn man die Neubronner Jungs nicht auf dem Trampolin hört, dann regnet's, dann kann man schon gleich den Regenschirm rausnehmen. Die haben jeden Tag viele, viele Stunden auf dem Trampolin zugebracht und die haben die ganze Zeit nur gespielt, 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 gespielt und waren die ganze Zeit glücklich. Und es gab so einen Teil in mir, der dachte, hey, Moment mal, das kann doch wohl nicht sein, dass all diese Qual und Langeweile und Ödnis und dieser Druck und diese Angst und all das, was ich erlitten habe, dass das alles gar nicht nötig ist. Das hat mich zum Teil wirklich, also das hat mich richtig herausgefordert. Und ich hatte dann auch manchmal so Impulse zu denken, naja, komm, also so ein bisschen Druck muss ja vielleicht jetzt doch mal sein oder so. Und bin dann aber immer ganz schnell, habe ich mich dann wieder beruhigt. Und ich sehe jetzt, dass sie eben in diesem unendlichen Spielen und Spaß haben und die ganze Zeit sich überhaupt nicht darum kümmern, ob sie jetzt irgendwas lernen oder nicht, sondern einfach nur das tun, woran sie Freude haben, dass sie so kompetent werden auf so vielen Gebieten. Und ich weiß inzwischen auch, warum
warum uns das so schwer fällt, dazu zu gucken. Also denjenigen von uns, die eben sozusagen da noch nicht dieses Vertrauen gefasst haben, weil die Ordnung, nachdem sich dieses Lernen vollzieht, für uns unsichtbar ist. Das ist nämlich die innere Ordnung jedes einzelnen Kindes. Und die kann man von außen nicht nachvollziehen, weil es nur dieses Kind hat diese Ordnung, in der es die Dinge lernen will. Und ich gebe manchmal das Beispiel von Mozart, der mit 3 Jahren sich damit vergnügt hat, das Cembalo zu stimmen und dann immer gejauchzt hat, wenn dann alles schön reinklang. Und er konnte wahrscheinlich eher Noten schreiben als Buchstaben. Das war seine Ordnung. Und wenn wir das Vertrauen haben, dass jedes Kind diese Ordnung in sich trägt und dass wir die nicht sehen können. Ich denke da immer an Kyle Gibran, eure Kinder sind nicht eure Kinder, sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Und ihr könnt sie nicht, ich weiß es nicht auswendig, nicht sehen oder nicht erreichen, nicht einmal in euren Träumen. Sie wohnen im Haus von morgen. Und das ist der Punkt. Unsere Kinder wohnen in dem Haus von morgen. Und wenn ich davon ausgehe, dass sie alles in sich tragen und nur wie eine Pflanze alles in sich trägt, nur die guten Bedingungen brauchen, Sonnenschein regelmäßig gießen und ein paar Nährstoffangebote, aus denen sie wählen können, dass dann sie sich optimal entfalten werden, dann kann ich da zugucken und dann ist dieser Prozess ein geradezu heiliger Akt der Selbstentfaltung, wirklich wie eine Pflanze, die sich entfaltet. Und man kann nur ehrfürchtig davor stehen und staunen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe und das ist das Ideal. Und ich bin im Nachhinein so dankbar, dass ich das alles auf mich genommen habe, jetzt mal melodramatisch mit Ausland und mit Prozessen und ach, was nicht alles. Es war es sowas von wert, das, was ich erleben durfte und die Beziehung, die ich jetzt zu meinen Kindern habe, von Selbstverständlichkeit und von freilassender Nähe. Gordon Neufeld spricht von wohlwollender Vernachlässigung, dass ich nämlich meinen Kram mache und sie sozusagen nur so im Auge habe, na, brauchen Sie was oder und sie kommen dann auch und man sieht es. Das ist eigentlich für mich der Idealzustand und ich bin sicher, dass es auch dahin sich entwickeln wird, weil nämlich das Wahrheitliche und das Richtige immer mehr Kraft hat als das Falsche, was uns künstlich die ganze Zeit eingehämmert werden muss. Und so wie es wie bei der Pflanze, so wie man den Druck wegnimmt, richtet die sich wieder aus, so wie es eigentlich gehört. Und ich bin davon überzeugt, dass in relativ absehbarer Zeit diese ganze Phase mit zwangsweiser Schule der Vergangenheit angehört und wir einfach da in eine Natürlichkeit zurückfinden, aber auf einer bewussten Ebene, weil wir nämlich wissen, dass die Kinder es in sich tragen. Denn früher, als es noch keine Schulen gab, gab es trotzdem schon andere Manipulationen, wo die Eltern der Ansicht waren, das Kind ist böse von Jugend auf und wer den Knaben liebt, schont der Rute nicht und man muss den Kindern das Gute erst einprügeln und das Böse erst austreiben. Quatsch, in dem Moment, wo die Kinder an uns gebunden sind, sie kommen ja extra auf diesen Planeten, um hier mitzumachen und sich konstruktiv einzubringen. Und wenn wir sie nicht aktiv daran hindern, dann tun sie das auch. Und das ist für mich im Grunde die entscheidende Erkenntnis, die ich im Laufe der letzten 10 Jahre gewonnen habe mit meinen Kindern. Ich muss gar nicht so viel machen. Ich muss gar keine Lokomotiven anschieben. Ich kann es im Grunde fließen lassen. Das Einzige, was ich tun muss, ist für meine Kinder einfach präsent zu sein und zu sagen, ich bin da für euch und wenn irgendwas ist, hier bin ich. Jetzt wird's los. Womit wir wieder bei der Bindung wären, ne? So, Andi? Ja, vielen Dank. Ich will gern einen Ansatz neben dem, den du hier schilderst, sag mal, mit dem Neufeld-Ansatz, mit nennen und hier hineinbringen, der mich sehr bestärkt und der mir auch Fertigkeiten gibt, mit denen ich besser in den Idealzustand hineinfinde, mit anderen auch zusammen. Und das ist der von Marshall Rosenberg, die gewaltfreie Kommunikation. Was mir ebenfalls auffällt, ist, dass ich als Elternteil auch reinfinde in eine Unschooling-Ebene, in eine Freilerner-Ebene, in der eben ich selber feststelle, dass ich in einem Prozess bin und dass ich vor Monaten oder Jahren etwas anders gemacht und anders gesehen habe als heute und
ich die Stärke auch aufbringe, mir selber zu verzeihen, dass ich einen Fehler gemacht habe und anderen zu verzeihen und bei anderen um Entschuldigung zu bitten, sofern es hilfreich ist, um wieder in eine Gegenwart zu finden. Und das ist, was der Marshall Rosenberg für mich beschreibt, über Sprache sich aus einem Muster herauszubewegen. Das ist das, was er die Wolfssprache nennt. Aus einem Muster der Bewertung herauszufinden, egal ob Bestrafung oder auch Lob, und hineinzufinden in eine Sprache, die das betont oder das herausfinden möchte, was in einem selbst und in dem Gegenüber am Leben ist. Das, was, wie ich sagen würde, gegenwärtig eben tatsächlich da ist, welche Gefühle da sind, welche Bedürfnisse da sind. Und ich gerade in der Auseinandersetzung mit dem System hier eine große Bestärkung finde, eben auch mit Beteiligten, denen ich begegne, in Kontakt zu treten und herauszufinden, gibt es da eine Ebene, wo man gemeinsam etwas hinzufügen kann, wo man gemeinsam einen Nährboden finden kann, oder ist da eben nichts vorhanden und ich muss es vielleicht eher meiden, also auch mich hier in einen Prozess reinzugeben, in dem sich das entwickelt. Und ich will einen kleinen, ich selber als Freilerner, sag ich mal, ich will einen kleinen Bogen spannen. Du hast vorhin den Sigmund Freud angesprochen, in der Beurteilung von Babys oder von Kindern und ihrer sexuellen Ausrichtung. Ich habe selbst die Lehrerausbildung erlebt und mich in meiner Zeit, bevor ich ohne Abschluss erfolgreich die Uni verließ, von Freud sehr viel gehört. Und ich habe nichts gehört von Carl Rogers, der zur gleichen Zeit sich mit ähnlichen Themen befasst hat, aber aus einer ganz anderen Perspektive heraus. Und füge inzwischen heute so aus meiner geschichtlichen Betrachtung und dem Interesse meiner eigenen Begeisterung und Faszination, füge so Puzzleteile zusammen, wo ich sehen kann, dass ein Sigmund Freud einen Neffen hatte, der Edward Bernays hieß, der quasi der Urvater der Public Relations ist und der Freud sehr viel Aufmerksamkeit verhalf, zu viel Aufmerksamkeit verhalf, und ein Carl Rogers, der tatsächlich ein Lehrer von unter anderem Marshall Rosenberg ist. Und wo also eine Entwicklung da ist, wo Marshall Rosenberg selbst berichtet, dass diese Wolfssprache eine Sache ist, die 8000 Jahre alt ist. Und aus der man aber rausfinden kann, wenn man eben Fertigkeiten gewinnt und Geduld gewinnt und eben selber herausfindet, was in einem selbst am Leben ist und sich dafür interessiert, was in der Umgebung passiert. So als weiteren Ansatz, neben dem, Dagmar, warst du so ein bisschen unwohl, glaube ich, immer wieder auch Werbung zu machen, und das ist auch richtig, darum soll es hier natürlich gehen. Da gibt es noch viel, viel mehr, und ich freue mich immer auch über Anregungen von weiterem. Ich sehe gerade, Tank Girl ist noch mal oben in der Warteschleife. Ich hole sie mal noch mal rein. Ja, ich möchte dazu was sagen. Wir haben hier auf OkiTalk ja ohnehin eine Gruppierung, die speziell auch mit gewaltfreier Kommunikation zu tun hat. Würde jetzt da voll sprengen, wenn wir darauf auch noch einsteigen. Vielleicht nochmal das Wort an Tank Girl und dann denken wir langsam ans Abrunden, ja? Ja, ich möchte genau wegen Abrunden. Dagmar, es ist richtig schön, das mal von einer anderen Mutter zu hören, was du heute Abend gesagt hast, was ich seit Jahren lebe. Ich habe jetzt rausgehört, ich denke mal, deine Kinder sind so um die 10 Jahre. Richtig abgefahren wird dieses Verhältnis dann, wenn sie 20, 21, 22 sind, weil sie dann auch den Intellekt haben, ja? Also, das ist das, was ich zurzeit erlebe. Und ich wünsche dir die nächsten Jahre wirklich, also, ja, das, was da auf dich zukommt, und wenn du das weiter so durchziehst, ja, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, du wirst den Himmel auf Erden erleben als Mutter. Und danke nochmal, dass du hier so offen darüber sprichst. Gern geschehen. Ein bisschen älter sind meine Jungs schon. Da mache ich mir natürlich, da sind 15 und 17, gleich schon wieder Sorgen, ob ich sie so dargestellt habe, dass sie jünger wirken, als sie sind. Aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und ich bin eigentlich schon ziemlich im Himmel als Mutter. Aber ich bin eben auch nicht nur Mutter. Ich definiere mich nicht nur als Mutter, sondern ich lebe mein Leben. Und da möchte ich nochmal, wo wir schon hier über gewaltfreie Kommunikation reden und über Sprache, gerne was dazu sagen. Ganz im Anfang fiel mal das Wort Betreuung und Fremdbetreuung. Und das ist zum Beispiel was, das ist
für mich Teil der Wolfssprache. Das wird nämlich so da getan in der öffentlichen Diskussion, als gäbe es Betreuung durch die Eltern und Fremdbetreuung. Aber ich als Mutter und wir als Eltern, wir betreuen unsere Kinder nicht. Wir leben mit unseren Kindern. Das ist was vollkommen anderes. Und es ist eigentlich eine Unverschämtheit, das gleichzusetzen, indem man dasselbe Wort dafür benutzt, mit dem, was eben wie immer nette, motivierte, da ich habe überhaupt kein Thema mit Erziehern und Lehrern, aber Leute, die das als Beruf haben, die dafür bezahlt werden, dass sie eben einen bestimmten Teil ihrer Zeit mit diesen Kindern verbringen, das gleichzusetzen mit dem, was einfach passiert, wenn ich mich aus freiem Willen und völlig unbezahlt entscheide, mit einem Kind zu leben, ob es jetzt mein eigenes ist oder nicht, das ist einfach was ganz, ganz anderes. Und zum Thema gewaltfreie Kommunikation, ich erinnere mich an eine Stelle in dem Buch von Marshall Rosenberg, also in dem, was ich gelesen habe, in dem ersten, wo er sagt, stellt ihr euch vor, wie er zu diesem Thema gekommen ist. Man geht an einem Fluss entlang und auf einmal sieht man, da treibt ein Baby im Fluss. Was macht man? Man springt natürlich rein und holt dieses Baby raus und rettet dieses Baby. Und dann sieht man, huch, da ist schon wieder eins. Und dann springt man wieder rein und wieder und wieder. Und irgendwann, sagt er, hört man damit auf, sondern dreht sich um und geht zurück, um zu gucken, wer eigentlich da die ganze Zeit die Babys in den Fluss schmeißt. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir jetzt, dass wir sozusagen nicht mehr nur so die Einzelsymptome und Einzelfälle sehen und oh Gott und so, sondern sehen, Mensch, Moment, da ist was ganz grundsätzlich, was da falsch läuft. Und das ist eigentlich auch mein größter Wunsch, wenn nämlich die ganz normalen Eltern, die eigentlich wirklich nur, wie wir alle, das Beste für ihre Kinder wollen und ansonsten aber gerne wollen, dass die Kinder zur Schule gehen, schon damit sie von der Straße sind, während die Eltern arbeiten und lauter solche Sachen. Wenn die verstehen würden, wie gut es insgesamt dem Ganzen tun würde, wenn der Schulzwang, unter dem wir in Deutschland so leiden, aufgehoben werden würde und wenn die Lehrer verstehen würden, wie viel mehr Freiheiten sie hätten und wie viel mehr Hebel auch gegenüber den Behörden zu sagen, also wenn wir das jetzt nicht ändern, dann laufen uns die Schüler weg und die Eltern. Der Schulzwang hält praktisch künstlich einen Deckel auf einem Topf, der schon lange, lange, lange übergebrodelt wäre, sodass im Grunde kaum noch jemand drin wäre in diesem Topf. Und das ist sozusagen meine Hoffnung, dass wir da heute Abend einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben. Also, dann möchte ich noch mal deutlicher sagen, man ist nicht nur dazu da, um Mutter zu sein und und Windel zu Windel zu wechseln wechseln und und Flasche Flasche zu zu geben. geben. Und Und das das ist, ist, glaube glaube ich, ich, eines eines der der wichtigsten wichtigsten Dinge Dinge als als Mutter, Mutter, dass dass man man da da ist ist für für die die Kinder, Kinder, aber aber eben eben auch auch sein sein eigenes eigenes Ding Ding macht. macht. Sag mal, Sag mal, Domenico. Domenico. Alles klar. Ja, das ist ganz wichtig, denn das lebt man den Kindern vor. Und wenn ich mein eigenes Ding nicht mache, dann lebe ich meinen Kindern jemanden vor, der sein eigenes Ding nicht macht. Ja, du, auch Gott spricht zu mir aus. Danke. Vielen Dank für diesen Beitrag heute Abend. Ja, ist für mich auch so ganz, ganz wesentlich, diese Vorstellung, wenn Kinder zu Hause lernen, dass dann die Eltern ständig betreuen, animieren, unterrichten müssen, ist auch für mich so ein Punkt, der sich in keinster Weise bewahrheitet hat. Es geht wirklich darum, als Erwachsener selbst ein eigenes Leben zu führen und die Kinder da teilhaben lassen zu können. Genauso umgekehrt. Die Kinder haben ihre Dinge. Also ich habe das auch festgestellt. Wir haben uns oft den ganzen Tag nur zu den Mahlzeiten getroffen und erzählt, was inzwischen passiert ist. Mir gefällt sehr, mir gefällt sehr an der Stelle auch nochmal zu erinnern an die Perspektive, Dagmar, die du beschrieben hast, mit dem Wohl, mit der wohlwollenden Vernachlässigung, die ich auch in meinem eigenen Leben und in meiner Familie feststelle und vielleicht sogar mit einem Hauch zu viel Vernachlässigung. Das weiß ich nicht, inwiefern das hilfreich ist. Vielleicht fällt dir dazu noch was ein, dass ich also in meiner eigenen Neugierde und in meinen eigenen Themen, in meinen eigenen Stapeln, die sich so auf meinem Schreibtisch bilden, so vertieft bin, dass ich manchmal schon genervt reagiere, wenn mein Sohn irgendwie jetzt gerne etwas mit machen möchte und ich dann um Geduld bitte und ihn vertröste und ich sage, ich komme gleich und dann sind wieder 20 Minuten rum und hier so eine
Vernachlässigung, aber mit einem Wohlwollen spüre, die ich vielleicht ein bisschen, wo ich vielleicht ein bisschen weniger Vernachlässigung an den Tag geben kann. Was aber auch für mich wieder ein Zeichen von Reifung ist, wo ich eben einfach lerne aus meinem eigenen Alltag, ohne jetzt irgendwie zu urteilen. Da kann ich dir einen ganz guten Trick verraten. Natürlich haben wir alle damit zu kämpfen, gerade in Zeiten des Internets, und wir alle arbeiten gerne und viel und freudig und so weiter. Aber es ist im Grunde wie mit einer anderen Beziehung auch. Das Entscheidende ist nicht, dass du den ganzen Tag Zeit hast für deinen Sohn, sondern dass du ihm zuvorkommst. Das heißt, du kennst ihn ja, und wenn du weißt, um 10:45 meistens kommt er an und fängt an zu jammern, machst du was mit mir? Dann besteht die Kunst und unsere Selbstdisziplin als Erwachsene darin, um 10:50 zu ihm zu gehen und zu sagen, haha, tata, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt gehen wir raus und hacken Holz oder was auch immer gerade ansteht. Und das fühlt sich für das Kind nämlich unendlich viel nährender an, als wenn es immer betteln muss. Und du weißt, du kennst deinen Sohn ja, du weißt ja, was er gerne möchte, komme ihm zuvor. Gordon Neufeld nennt das Angebot größer als Nachfrage. Und das ist wie, er vergleicht das dann mit einer Partnerschaft, und das finde ich auch irgendwie ganz stimmig in dem Zusammenhang jetzt, wenn ich zu meinem Partner sagen muss, ja, ach, bringst du mir denn auch mal wieder Rosen mit? Und naja, und er bringt dann Rosen mit nach dem dritten Erinnern. Ja, ist nett, ja. Aber wenn er von sich aus, bevor ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, mir Blumen mitbringen würde oder mich in den Arm nehmen würde oder was auch immer euch da jetzt einfällt, das fühlt sich doch ganz anders an, weil ich dann merke, ah, er hat zuerst dran gedacht. Und das ist sozusagen das, was uns nährt und was uns wirklich freut. Man nennt das zwischen Mann und Frau nennt man das irgendwie, er liest ihr die Wünsche von den Augen ab. Und das ist genau die Kunst, die wir als Eltern lernen müssen. Und wenn du nämlich um 10:50 auf deinen Sohn zugehst und sagst, so, jetzt machen wir das, dann macht ihr das, und dann ist er unter Umständen nach einer Viertelstunde oder nach 2 Minuten manchmal, wenn es nur um herzliche Umarmung geht oder so, ist er satt und kann wieder eine halbe Stunde wunderbar alleine spielen. Und in der halben Stunde kannst du 5-mal so viele E-Mails schreiben, wie wenn du die E-Mails noch eben zu Ende schreiben willst und er hängt dir schon am Hosenbein und jetzt komm doch endlich, Papa. Und für ihn fühlt es sich viel weniger entwürdigend an. Wir sind so gewohnt, von wegen Adler und Freud und noch ein paar andere Verbrecher der Verhaltenspsychologie, die Kinder hungrig zu lassen, weil wir sie dann besser dressieren können. Ein Kind, was hungrig ist, bindungshungrig, tut alles, damit wir nett zu ihm sind. Aber das ist natürlich, so kriegen wir keine großen, starken Superbäume, sondern kümmerliche, abhängige Pflänzchen. Und wenn wir den Spieß umdrehen und dem Kind vermitteln, hallo, hier ist alles da, das ist wie bei so einem Buffet. So viel will das Kind gar nicht essen, aber es muss das Gefühl haben, es wäre so viel da. Und das ist der Trick. Also dreh den Spieß um und sei du schneller als dein Sohn, und du wirst mehr Ruhe haben. Ja, vielen Dank. Ich will vielleicht an der Stelle schon meine abschließenden Worte nennen. Mir fällt nochmal das Interview mit John Telagatto ein, der an einer Stelle berichtet, wie er nach 30 Jahren Lehrer mehrmals hintereinander zum Lehrer des Jahres ausgezeichnet wurde und wie er bei einer Auszeichnung von einem Elfjährigen, der ebenfalls eine Auszeichnung bekommt, eine Geschichte hört vom Fullo-Zirkus und wie Flöhe dressiert werden und wie ihm ein Licht aufgeht, dass er all die Jahre beschäftigt wurde als Lehrer, der Deckel auf dem Glas zu sein, um den Flohzirkus zu ermöglichen. Und wie er dann auch berichtet davon, wie er ohne Perspektive ausgestiegen ist aus diesem ganzen System, weil er die Auszeichnung bekommen hat, indem er gar nicht mehr das gemacht hat, was von ihm erwartet wurde. Ganz, ganz spannende Perspektive. Das Buch möchte ich auch allen wärmstens ans Herz legen. Verdummt nochmal von John Taylor Gatto. Ja, und ich nutze jetzt die Gelegenheit, dass wir noch einmal die verschiedenen Webseiten erwähnen hier. Ganz wichtig, neufeld-institut.de. Dann haben wir den genius-verlag.de. Und habe ich noch was vergessen? Nö, oder? Nee, aber Neufeld-Institute ohne Bindestrich. Okay, wunderbar.
Ja, ansonsten einfach nach Dagmar Neubronner googeln. Ich glaube, da findet man schon einiges dazu. Dagmar, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Wir werden die Aufnahme jetzt dann beenden, sobald wir unser Abschlusslied gespielt haben. Ist ganz gut, glaube ich, das mit etwas Musik abzurunden und werden dann aber noch ein bisschen im offenen Nachtalk bleiben. Wenn du noch bei uns bleibst, gerne. Ansonsten natürlich haben wir auch vollstes Verständnis, wenn du dich nach einem anstrengenden Tag gleich zurückziehen möchtest. Wir haben mit aufgenommen und werden die Aufzeichnung dann auch veröffentlichen. Und von meiner Seite ganz herzliches Dankeschön, war wieder mal wunderbar. Gerne geschehen, hat mir Spaß gemacht. Ja, wunderbar. Dann hören wir jetzt eine inoffizielle Freilerner-Hymne. Ich würde eher sagen, für mich ist es ein Soundtrack geworden. Und in diesem Sinne von mir nochmal vielen herzlichen Dank. Danke auch an alle Zuhörer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir sind bald wieder da.